Ja, herzlich willkommen hier auf dem Agile Teamwork Track. Nachdem die Keynote dann gleich mal überzogen hat, haben wir noch einen Moment gewartet, bis wir hier anfangen. Ja, ich begrüße euch herzlich. Mein Name ist Jo Seibert. Ich werde euch die nächsten anderthalb Tage hier durch dieses Thema Agile Teamwork begleiten und habe ganz viele spannende Leute, die hier Vorträge halten werden. Und ich denke, wir werden hier viel lernen. Ja, Agile Teamwork, das ist ja eigentlich auch der Track, mit dem die Tools for Agile Teams begonnen hat. Ja, wir hatten es vorhin schon im Opening, der Paul und ich, dass wir irgendwie erzählt haben, ne, das begann mit der Diskussion um die Tools in agilen Teams. Ist es denn Papier oder ist es die Software? Und das begleitet uns, denke ich, heute auch noch. Und ich bin ja selbst auch Softwareentwickler gewesen. Jetzt programmiere ich nur noch bei Hackathons. Aber im Herzen bin ich dann doch irgendwie noch bei den Teams. Und Scrum ist auch meine Methode der Wahl. Ich habe da übrigens in die Bühne auch einen kleinen Poll rein. Keine große Bedeutung, könnt ihr ja mal anklicken, welche Fans ihr so seid, welcher Methodik. Ja, genau. Wir haben heute schon ein straffes Programm zusammengestellt. Wir wollen hier, wie gesagt, bis um 9 über Agile Teamwork reden. Und geht ein buntes Potpourri an verschiedenen Themen, die wir heute haben werden. Und ich würde euch mal kurz erzählen, was so auf der Agenda steht. Wir blenden sie auch noch mal kurz ein für euch. So, wir fangen an mit dem Thomas Krause. Und ja, der Thomas Krause, Video killed the Office Star. Ich befürchte, es geht irgendwie dann doch auch wieder mal um Corona und was Corona in der Art und Weise verändert hat, wie wir arbeiten und welche Rolle da vielleicht das Video spielt. Ich bin gespannt, was der Thomas da während seiner langen Homeoffice-Sessions rausgefunden hat. Ja, dann geht's weiter mit dem Rainer. Der Rainer ist auch ein langer Begleiter, der schon viele Talks hier bei uns gehalten hat und ist für mich der Kanban-Guru. Und scheinbar hat er die Lockdown- und Homeoffice-Zeit genutzt, um sich mal ganz tief in Daten einzugraben und Taskboard-Forensik betrieben. Klingt irgendwie spannend, erinnert mich an Tatort und Co. Ja, wir schauen mal. Ja, das nächste Thema, nachdem wir hier jetzt eher die Nüchternen und Verkopften haben, geht es um das Thema Liebe, ja, und wie die Haltung der Polyamorie die Agilität beflügeln kann. Das klingt für mich sehr spannend und auch mal anders. Ich bin gespannt, was die Corinna und die Manuela da uns mitgebracht haben. Ja, und ein Klassiker, ich hatte eben auch in einem Gespräch schon drüber gesprochen, wie geht denn eigentlich Teamentwicklung? Und da haben der Holger und der Markus uns was mitgebracht und haben irgendwie ein Modell, dass sie vorstellen wollen, wie denn nachhaltig Teamentwicklung vielleicht funktionieren kann. Und am Ende bringen der Heiko und der Julian dann doch nochmal das Papier mit und zeigen uns ihre Plattform, mit der ihr eigene Kartensets produzieren könnt und was man damit alles Tolles machen kann. Also wie gesagt, ein sehr buntes Programm, ich freue mich. Und als allererstes begrüße ich dann hier direkt auch schon mal den Thomas. Hallo Thomas. Hallo, schön hier zu sein. Schön euch nicht zu sehen. Ja, genau. Wie gesagt, du siehst nur mich. Die anderen, den stellst dir vor, die Tausende, die dir jetzt zuhören werden. Genau. Thomas, ich hatte es eben schon angekündigt. Du hast in deine Bio ja reingeschrieben, du nennst dich den Future of Work Guide. Was ist das denn? Was ist das? Na, es ist erstmal so ein Umbrella-Begriff, der einiges von dem zusammenfasst, was ich die letzten Jahre gemacht habe und teilweise das, was ich jetzt noch mache. Also ich habe halt, gerade jetzt, wenn ich die letzten Monate beobachte, viele Dinge, die für viele Leute heute neu oder jetzt neu sind, also verteilt arbeiten über den ganzen Globus mit Videokonferenz oder auch anderen Tools, von zu Hause arbeiten, von irgendwo arbeiten, aus dem Coworking-Space arbeiten, mit fluiden Teams arbeiten, Netzwerke bilden, Netzwerke bauen und so weiter. Schon viele Jahre auch selbst ausprobiert und insofern konnte und kann ich da hoffentlich auch ein paar Menschen, Teams und Organisationen helfen, die da gerade unterwegs sind, das zu tun. Okay, und ein paar deiner Erkenntnisse möchtest du heute mit uns teilen, wenn ich das richtig verstanden habe. Na, ich sehe mich da gar nicht als Experte. Ich mag ein bisschen Reibung. Habe ich gesagt, nicht genau. Expertenwissen. Danke. Ich mag ein bisschen Reibung erzeugen mit ein paar Begriffen und Dingen, die da jetzt aufkommen, wo wir gerade, als ich den Talk angefangen habe, wollte ich sagen, aus der Pandemie so ein bisschen rauskommen. Jetzt sage ich, in die nächste Phase gehen. Okay, dann übergebe ich dir auch gerne und ich bin gespannt, was du uns zu berichten hast. Und ihr könnt gerne Fragen sammeln, gerne Hop-In dazu nutzen und auch gerne die Fragenfunktionen auf der Bühne. Wir werden das alles sammeln, werden den Thomas erstmal zu Ende sprechen lassen und dann am Ende gucken, wie viel Zeit er uns noch gelassen hat. Er hat schon gesagt, er hat sehr viele Folien mitgebracht. Aber für die eine oder andere Frage ist mit Sicherheit dann am Ende auch noch Zeit. Thomas, genau, Stage is yours. Wir schauen mal. Jawohl, ich nehme das Thema
Zusammenarbeit von Teams auf. Und die hat sich ja für die meisten von uns in den letzten 20, 22 Monaten massiv verändert. Und eins der großen Themen dabei ist irgendwie das Thema Video. Darüber habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und mag mit euch ein bisschen zurückschauen. Ein paar Einblicke, die ich gewonnen habe und dann auch in Form von vier Thesen, die ich so ein bisschen formuliert habe, auch einen Vorausblick mit euch wagen, wo ich euch auch einbeziehen möchte am Ende. Video killed the Office Star. Naja, das nimmt ja schon fast das Ende vorweg, aber ich steige mal ein mit, wir müssen ein bisschen weiter zurückgehen. Wie verstehen Menschen eigentlich die Welt und wie verstehen Menschen andere Menschen? Naja, das war von Anfang an eigentlich so, dass wir uns an diesem Baum da irgendwo in der Savanne ins Lagerfeuer gesetzt haben und einander Geschichten erzählt haben. Die, die zu uns gekommen sind als Gäste, haben die Geschichten erzählt, die sie woanders gehört haben und erfahren haben. Und haben neue Geschichten aufgenommen, die sie weitergetragen haben. Wenn wir uns das Ganze mal von 10.000 Fuß anschauen, was wir an Gebäuden errichten, an Städten, wo wir uns treffen, ob das Büros sind oder Kirchen oder Kinos oder was auch immer, und an Dingen, wo wir dafür sorgen, dass wir zu den Städten kommen, also Züge und Straßen und Autos und alles Mögliche, dann bewegt sich das eigentlich alles immer noch darum, entweder das Lagerfeuer auf eine neue Art zu interpretieren und zu bauen oder zu einem Lagerfeuer zu kommen. Und das betrifft die technischen Tools, Videos letztendlich auch, aber dazu später mehr. Wir gehen mal zu einer Analogie, nämlich bewegten Bildern, also Geschichten von fremden Menschen, wie das eigentlich entstanden ist. Also das begann irgendwo auf Jahrmärkten, wo man in so kleine Guckkästen schauen konnte. Da wurden relativ aufwendige Anlagen hingestellt, die erst irgendwelche stereoskopischen Bilder zeigten. Später dann Daumkinoartig haben die Dinger sich auch bewegt. Da hat man irgendwie ein paar Groschen für bezahlt und konnte bewegte Bilder von anderen Menschen sehen. Weil das auf dem Jahrmarkt dann irgendwie ein bisschen deplatziert war und man ein Businessmodell draus gemacht hat, noch mehr, hat man dann Häuser gebaut, wo wir alle bewegte Bilder von anderen Menschen gesehen haben, nämlich Kinos. Gibt es immer noch, gibt es heute eine andere Art und Weise, aber parallel dazu ist etwas entstanden, wo wir heute auf unserem Sofa Millionen von Geschichten, die wir von anderen Leuten inzwischen erzählt haben und kennen, mit einem Klick irgendwie herbekommen. Hat aber 100, 120 Jahre gedauert, dass das so passiert ist und dass einiges zwischendurch noch an Parallelen passiert. Und ich mag ein bisschen weg von na, den Tools, wie wir uns Geschichte erzählen, zu wie kam die Arbeit eigentlich ins Büro? Nein, wie kam die Arbeit in die Fabrik? Entschuldigung, ein bisschen was durcheinander gebracht. Es ist ja nicht so, dass das immer so war. Also vor der Industrialisierung, denken wir an Webstühle und ähnliches, war Arbeit Heimarbeit zum großen Teil. Entweder auf dem Feld oder im Haus, wo Dinge produziert wurden, die dann woanders hin geliefert wurden. Als diese Maschinen aufwendiger wurden und mit Dampf und später elektrisch und so weiter angetrieben wurden, dann wurden Fabriken gebaut und über Effizienz und wie kann ich das Ganze irgendwie in Großdenken nachgedacht und dann bewegten sich die Menschen, also anfangs Ungelernte, später Gelernte, zu den Maschinen, also wo die Fabrik drumherum war. Dann kommen wir mal zur nächsten Stelle, nämlich wie kam das Büro eigentlich in die Fabrik? Anfangs gab es nämlich kein Büro. Da war einfach der Geschäftsinhaber, der alles wusste und alles erdacht hat, die Fabrik aufgebaut hat oder die Manufaktur oder was immer es für eine Größe war und mit Arbeitern zusammengearbeitet hat. Aber irgendwo gab es dann wahrscheinlich einen Assistenten, eine Assistentin, die schon mal die schriftlichen Eingangs- und Ausgangsbelege und ähnliches machte. Also irgendwo waren da die ersten Schreibtische in Ruf und Blickweite vom Geschäftsinhaber. Und später, als das ein bisschen mehr wurde und Arbeitsteilung mehr wurde, wurde das Büro, Stichwort Taylor, auch nur als eine andere Art von Werkhalle gesehen. Also man hat, hier ist es auch schon in dem Bild ein bisschen angedeutet, mehr Schreibtische aufgestellt und dafür gesorgt, dass die Arbeit zu den Menschen kam und die Ergebnisse wieder dort abgeholt wurden. Das Ganze hat später noch einen anderen Charakter bekommen, nämlich dass Kommunikation über weite Entfernung halt ein bisschen aufwendig und teuer war und es deshalb sehr sinnvoll war, Leute, die miteinander Informationen austauschen mussten, sollten und Entscheidungen treffen sollten, an einen Platz zu setzen. Das ist auch der Grund, warum wir sowas wie Hauptstädte haben und ähnliches, weil da die Leute, die wir delegiert, entsandt haben, dass die Dinge für uns entscheiden, halt an einer Stelle sitzen und nicht der Reiter geschickt werden musste mit der Depesche oder ähnliches. Und noch ein bisschen später, wenn wir an die Neuzeit denken, gab es auch so eine Zwischenzeit, wo das Netzwerk, das wir heute alle auch zu Hause liegen haben, tatsächlich nur
in der Fabrik beziehungsweise im Büro vorhanden war und anfangs auch die aufwendigen Informationsmaschinen auch nur dort vorhanden waren. Und auch die sind inzwischen in unser Haus gewandert, aber da kommen wir später noch dazu. Also Erkenntnis mal soweit, es ist gar nicht immer so gewesen, dass bezahlte Arbeit in der Fabrik oder im Büro stattfand. Arbeitsorganisation war schon immer im Wandel begriffen und mit ihr die Managementmethoden, wie wir uns koordinieren, wie wir entscheiden. Und das, was wir da gerade als großes Experiment zusammen durchmachen, haben Menschen tatsächlich schon viele Male in der Geschichte auf die eine oder andere Art und Weise durchgemacht und mehr oder weniger aktiv gestaltet. Gehen wir ein bisschen in weniger Abstand zu heute. Geschichten von und mit uns selbst. Also nicht mehr Filme sehen und Geschichten anderer Menschen, sondern wir selbst sind die, die da einander Geschichten erzählen. Kommen wir mal auf die Tool-Ebene, alles was Videoconferencing-Tools betrifft. Mag ich mit euch nochmal einen kurzen Abriss zurückgehen. Gar nicht so lange her, 2010, gab es eine Firma Global IP Solutions, die Google ziemlich schnell gekauft hat. Und die brachte eine Technologie mit namens WebRTC. 2011 bei Google das erste Mal wohl so genannt und erst im Januar diesen Jahres tatsächlich endgültig standardisiert. Über diese 10 Jahre wurde die Standardisierung vorangetrieben, es wurden die Basistechnologien gebaut. Und auch wenn ihr gerade in YouTube oder Hopin sitzt, dann läuft da eine Technologie namens WebRTC drunter. Also das war eine der Voraussetzungen, dass wir heute überhaupt im Browser, nachdem wir Java-basierte und andere Sachen, wo man Videos schauen konnte, rausoperiert haben, überhaupt jetzt nativ im Browser schauen kann. Parallel passierte ein bisschen was anderes. Cisco, auch sehr groß in allem, was irgendwie Video ist. Da sind ein paar Ingenieure von Cisco rausgegangen und haben 2011 eine Firma namens Zoom gegründet. Erwähne ich nur deshalb, weil Zoom ein bisschen neben den sonstigen Standards agiert und inzwischen da auch sehr sichtbar und erfolgreich ist. Nee, nicht parallel dazu, als die Standards sich so langsam entwickelten, gab es auch neue Businessmodelle auf der Basis, also wo Videotechnologie gar nicht nur genutzt wurde, mehr um Tools zu bauen, sondern um Video an sich als Service anzubieten. Waren anfangs sehr kleine Teams, Talkbox und so weiter. Das Team ging dann zu Twilio, ein Name in dem Bereich. Und auch Vonage hat ein kleines Team aufgekauft, die Technologie bereitgestellt haben. Das passierte so um 2017, 18 rum, also tatsächlich noch gar nicht so lange her, dass das möglich wurde, dass man nicht Video von null selbst bauen muss letztendlich. Wir schauen noch mal zu Cisco. Da gab es im Jahr 2006 oder seit 2006 ein System, was vielleicht einige kennen, die in großen Konzernen, internationalen Konzernen unterwegs waren oder sind, nannte sich das CTS 3000. Kostete anfangs sagenhafte $300.000 für 6 Personen oder so. Der Firma, wo ich gearbeitet habe, hat man dann irgendwann mal 30 Stück von dieser Sorte. Unglaublich niedrige Latenz, unglaublich hohe Qualität, HD-Qualität, Plasma-Bildschirme anfangs, gute Kameratechnik. Nur Meetings mit partizipativem Charakter konnte man da nicht machen. Also du konntest da nicht mehr tun, als da sitzen und dein PowerPoint zeigen oder E-Mail machen oder ähnliches. Ziemlich aufwendige Technik, die ganze Meetingräume quasi einnimmt. Sie kann man nicht mehr für andere Sachen benutzen, um sich gegenseitig zu sehen. Das war für reine, ja, ganz altklassische Business-Meetings geeignet, für aus meiner Sicht nicht viel anderes. Schauen wir ein bisschen zu anderen Collaboration-Tools. Eine Firma namens Writely wurde 2005 von Google gekauft, hieß erst Text und Tabellen und später Google Docs. Also auch eine Firma wie Google hat sich die Technologie eingekauft, die schon sehr früh da außerhalb von Google entstanden ist. Parallel dazu im Atlassian-Universum, wir sind ja auf der Tools for Agile Teams, deswegen gucke ich da auch ein bisschen in diesen Tool-Stack. Die haben 2012 gemerkt, dass es doch schön wäre, wenn man Confluence-Seiten kollaborativ bearbeiten könnte, konnten das selbst auch nicht und haben eine Firma namens Wikidocs gekauft. Ich glaube, das waren sogar Deutsche oder Österreicher oder irgendwie so. Und haben dann sehr lange später das als Feature in Confluence auch reingebracht. Ja, heute nimmt man es einfach hin, geht halt. Es ist halt einfach die Erwartung heutzutage, dass man kollaborativ an Dokumenten arbeiten kann. Ein nie zum Produkt, wirklich zum Produkt gewordenes Etwas namens Google Wave, später Apache Wave, erwähne ich deshalb, weil dort die Leute gearbeitet haben, die auch heute noch sehr stark die Technologie unter diesem ganzen, ich mache was auf meiner Seite des Browsers und auf der anderen Seite des Browsers passiert was. Stichworte hier für die Nerds unter euch, Operational Transformation und
CRDTs, Conflict-Free Replicated Data Types. Also ohne diesen heißen Scheiß, den die Leute da gemacht haben, gibt es richtig gute YouTube-Videos, die kein Mensch versteht, also ich nicht verstehe, ihr vielleicht schon, wäre alles, was wir da heute so an Whiteboarding-Tools und so weiter haben, kaum möglich. Deshalb hier sowas wie Miro ab 2011 gegründet, noch als Realtime-Board. Mural ist etwa um dieselbe Zeit. Das heißt, wenn wir uns den Videoteil und den Zusammenarbeitsteil, also an Content in irgendeiner Art und Weise miteinander anschauen, war das eigentlich nur ein großes Glück, dass alles, was unsere jetzige Work-from-Home oder Work-from-Everywhere-Infrastruktur ausmacht, seit mindestens einem Jahrzehnt von Leuten schon entwickelt wurde. Und deswegen an dieser Stelle, wir haben die Tools for Agile Teams. Ich dachte, es wäre mal Zeit, einen großen Dank an die Nerds hier auszusprechen. Wir haben es zu einem guten Teil den technikverliebten Nerds, den experimentierfreudigen Entwicklern, gewissenhaften Admins und visionären Gründern zu verdanken, dass wir 22 Monate einfach so weiterarbeiten konnten. Genau. Kommen wir da mal zu ein bisschen Blick weg von der reinen Toolwelt, Zusammenarbeit und Meetings. Meine persönlicher Rückblick hierzu. Es war schon lange so und ist auch jetzt online oder in Präsenz so, dass Räume Einladungen aussprechen. Also die Art, wie Räume gestaltet sind. Ihr erinnert euch vielleicht an den großen Tisch mit wenig Platz dahinter, mit Stühlen, wo man wirklich nicht mehr machen konnte, als mit seinem Laptop irgendwie rein hinsetzen und warten, welche Präsentation gezeigt wird oder zuhören oder nebenbei E-Mails machen. Und es gibt andere Räume. Also viele von euch haben in den Firmen möglicherweise auch an so Design Thinking und Innovationsräumen gearbeitet. Das Thema ist im Online eigentlich genau das gleiche. Also Hopin ist ein geiles Tool, die Firma ist unglaublich teuer bewertet, aber das Wir-Gefühl hinzubekommen, ist schwierig. Es gibt andere dieser Konferenztools, da kann man wenigstens so ein bisschen Beifall klatschen und sieht sich da gegenseitig. Aber auch das ist ein Raum, der eine bestimmte Einladung ausspricht. Der heißt für euch heute zuhören. Hauptsächlich erstmal. Viele von uns haben auch schon sehr früh gemerkt, dass gut moderierte Meetings durchaus relevant sind, was dann die Ergebnisse betrifft aus dem Meeting heraus, aber auch wie man in der Firma weiterkommt. Wenn wir uns anschauen, Liberating Structures im ganz Konkreten, aber auch so Dinge wie Soziokratie 3.0, womit ich mich ein bisschen beschäftige, Design Thinking aus Scrum, drehen sich zu einem guten Teil darum, wie laufen denn die Meetings und wie werden die moderiert und was haben die für eine Struktur und was brauchen wir dazu für Artefakte und was gehen da für Ergebnisse raus und so weiter und so fort. Diese ganzen Geschichten werden im Online-Bereich noch wichtiger, weil da eben einige Dinge ein bisschen schwieriger gehen und wir noch mehr Disziplin brauchen, um da tatsächlich Ergebnisse liefern zu können. In der Erinnerung war bis ziemlich kurz vor der Pandemie für mich auch immer noch Telefon in vielen Telefonkonferenzen irgendwie oft genutzt. Die Meetings waren oft unmoderiert und es gab aus meiner Sicht in meiner Umgebung viel zu viele Meetings, die reine Informationsteilen waren, also die eigentlich vielleicht gar nicht hätten stattfinden müssen, weil man hätte den Link schicken können und dann wäre es damit asynchron gelaufen gewesen. Stichwort: Asynchrone Zusammenarbeit überwog aus meiner Sicht mehr, als das heute der Fall ist. Irgendwie war das so für mich so eine Welle, wo als das Video für immer mehr Leute irgendwie, wo die Leute sagen, ah, das gibt es ja auch. Also Teams hat vorher noch keiner gesehen, obwohl es 2017 auf den Markt kam. Jetzt nutzen das alle und ich glaube, wir haben ein bisschen zu sehr in die Richtung synchron, lass uns mal treffen und sprechen gesteuert. Meine Hoffnung wäre, dass wir das wieder, dass wir da wieder eine gute Balance kriegen. Dazu nachher noch. Wenn ich bei mir selbst ein bisschen zurückblicke, ich durfte 2013 zum ersten Mal an so einem 24-Stunden Global Rebel Jam, da haben sich die Corporate Rebels damals zusammengetan und haben aus allen Teilen der Welt Leute zusammengebracht. Es gab auch partizipative Teile. Ich weiß heute nicht mehr, welchem Tool das stattfand, aber es hat mich einfach umgehauen. Ich fand das, ich war nicht die 24 Stunden, aber sehr lange wach, hinterher sehr müde und es war einfach nur ein richtig tolles Erlebnis. Im selben Jahr Stoß Connect, ich glaube, da habe ich auch Martin und Jo kennengelernt, weiß ich nicht mehr ganz genau, muss aber irgendwie so gewesen sein. Ging es um Organisationsentwicklung. Ein paar Bücherschreiber haben sich da getroffen und anschließend einen sehr geilen Event draus gemacht. Also auch das war schon 2013. Auch da gab es partizipative Elemente, mehrere Streams und so weiter und so fort. Ich selbst habe dann mit anderen Verrückten in der Firma, wo ich damals war, seit 2014, verteilte Lerncommunities und auch Versuche mit, wie mache ich denn einen Open Space, der an drei oder vier Standorten parallel stattfinden soll, gemacht. Also wir haben dann halt einfach
Kameras aufgestellt und das ein bisschen ein, zwei, dreimal am Tag zusammengeschaltet, dass es da wenigstens so ein bisschen was von Wir-Gefühl aufkam. Frühe Experimente. Schauen wir mal in den Bereich Organisationen. Den meisten wahrscheinlich noch bewusst und inzwischen sehr in die Jahre gekommen, aber Linux ist eine Organisation mit 13.500 Entwicklern, seit 1991 sehr erfolgreich. Funktioniert auch deshalb sehr gut, weil sie einen freundlichen Diktator hatte und hat, der am Ende die Entscheidung trifft, nämlich Linus Torvalds. GitLab wird immer noch von den Gründern geführt, 1.500 Mitarbeiter heute in 65 Ländern seit 2014 und hat nie überhaupt nur den Versuch gemacht, sowas wie Headquarters oder wir haben Zentrale oder ähnliches zu machen. Was die sagen, Remote ist keine Herausforderung für uns, das ist eine klare Business Advantage. Was immer das dann im Detail heißt, können wir vielleicht ein andermal drauf eingehen. Und noch eine Organisation, die seit sehr langer Zeit sehr erfolgreich ist, die katholische Kirche. 2000 Jahre, 1,3 Milliarden Mitglieder, sehr stark verteilt, hat viele lokale Standorte und sehr strenge Rollenverteilung. Der Ablauf der Meetings ist übrigens auch sehr geregelt da. Erkenntnis bis hierher. Naja, Pioniere haben mit diesen neuen Formen von Zusammenarbeit, Meetings, Organisationen bereits schon seit langer Zeit experimentiert, bevor sie jetzt dringend notwendig wurden oder bevor sie jetzt mehr in den Mainstream gelangt sind. Oder ein bisschen hart gesagt, eigentlich sind wir alle Laggards. Leute, die spät dazukommen. Aber es ist ja gut, dass das Risiko kleiner. Und wir gucken mal, als wir dann Anfang letzten Jahres in die Pandemie rein sind, was hat sich da denn geändert? Aus meiner Sicht, eure mag ein bisschen variieren. Ja, zuerst mal habe ich festgestellt, plötzlich machen wir oder viele von uns das erste Mal die Kameras in Videokonferenzen an. Vorher war das maximal der irgendwas an Präsentationen geteilt hat. Es war nie üblich, Kameras anzumachen. Eigenartige Geschichte. Es gab dann im Sommer irgendwann diese Zoom-Fatigue-Artikel. Das ist ungesund, so lange im Zoom zu sitzen und so weiter und so fort. Da gibt es auch viele Studien dazu und viele wissenschaftliche Sachen. Ich mag das gar nicht kleinreden. Ich denke nur auch, ein Großteil dieser als Zoom-Fatigue benannten Muster sind eigentlich Muster schlecht gemachter Meetings. Also die uns halt noch bewusster wurden, als wir dann alleine irgendwo im Zimmer zu Hause saßen. Dennoch relevantes Thema. MS Teams, eigentlich 2017 schon gestartet, ist dann mit Pandemie endgültig in die IT-Bewusstsein geraten, war vorher eigentlich im besten Fall ein Group-Chat-Tool, wo irgend noch so ein Video-Wurm-Fortsatz dran war, der auch sehr schlecht war damals. Hat sich alles massiv geändert. Inzwischen gerade in größeren Unternehmen wahrscheinlich das Video-Tool schlechthin. Naja, wir sind ja auf der Tools for Agile Teams. Die agile Bubble ist auch dabei. Ich glaube, viele in dieser Bubble durften dann in den letzten Monaten auch erfahren, dass Face-to-Face-Conversation, was im Agilen Manifest irgendwo steht, nicht unbedingt heißen muss, wir sind im selben Raum. Also das uns neu zu erfinden, was es heißt, Face-to-Face-Conversation, wenn wir nicht im selben Raum sind, das ist, glaube ich, eine Sache, die wir alle zusammen erfahren durften, wenn wir es nicht vorher schon auf die eine oder andere Weise gemacht haben. Wie macht man eigentlich Remote Scrum? Also mit allem, was da an Ritualen und Meetings und so weiter dran ist. Der Ralf Kruse hat sich da Anfang letzten Jahres viele Gedanken gemacht. Gab es auch eine kleine Community drumherum, wo ich auch ein bisschen mit dabei sein durfte. Bleibt, denke ich, ein Thema, weil es hieß lange Jahre, naja, das Team, das muss co-located sein, obwohl das nirgends stand. Und dann geht es überhaupt nur richtig mit Scrum. Aber sei es drum. Was wir auch Mitte bis Ende letzten Jahres dann einige von uns wahrscheinlich gesehen haben, ist, dass es plötzlich Spielemetaphern in Business-Themen reinkam. Also so Tools wie Wonder Me und Gather Town und auch das, womit ich mich beschäftige, namens Ting Online, brachten Dinge in Business-Themen, die vorher da nicht hinzugehören schienen. Und ich habe da von einer Bekannten eine Zitat aufgeschnappt. Es ist jetzt tatsächlich eine kritische Business-Kompetenz, sich sicher in Multiplayer-Games bewegen zu können. Ist so. Was haben wir noch? Übles Thema aus meiner Sicht. 21% der Mitarbeiter werden und es wird mehr im Homeoffice von Software überwacht. Also irgendwelche Software, die guckt, ob du vor dem Monitor sitzt, deine Maus bewegst, auf dem Keyboard rumhämmerst und so weiter und so fort. Naja, und was so passiert, wenn man danach gemessen wird? Da gibt es sowas wie Fake Presence. Also Leute stellen fest, dass man auch Softwarekameras haben kann und da eine Videoloop laufen lassen kann, um ein blödes Gesicht zu machen, wenn es das ist, was von einem verlangt wird.
Und Leute finden Möglichkeiten. Wir stellen die Slides, glaube ich, irgendwo hin. Da ist dann auch der Link da, um Mausbewegungen vorzutäuschen mit irgendeinem Wohnzimmerlüfter oder sowas, der das dann vortäuscht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn von mir verlangt wird, dass ich nur dumm in Online-Meetings rumsitze, dann kann ich auch parallel in zwei Online-Meetings rumsitzen und mich zweimal bezahlen lassen. Was tatsächlich offensichtlich inzwischen ein Trend ist. Gibt es Seiten, da könnt ihr euch schlau machen, wie man das macht, so dass die Arbeitgeber nichts voneinander mitbekommen. Könnte sein, dass es das in Deutschland ein klein wenig schwierig ist. In den USA scheint das gerade ein heißer Trend zu sein. Was lernen wir bis hierher? Naja, viele Praktiken unserer Zusammenarbeit wurden vorher, vor Pandemie, nie wirklich hinterfragt. Also gerade dieses, was heißt Face-to-Face-Communications? Muss das wirklich der gleiche Raum sein oder nicht? Und ganz kurz, toxische Arbeitsumgebungen werden remote einfach noch problematischer oder richtig. Shit. Genau. Also wenn es vorher schon kein Vertrauen gab, dann wird das Remote endgültig sichtbar, dass es da Probleme gibt, denke ich. Wir machen weiter, raus aus der Pandemie. Was bleibt und was wird? Ich sehe, ich muss in der Zeit ein bisschen hinschauen. Naja, ich habe es vorhin schon gesagt, WebRTC ist für viele Tools die Basis und es hat sich da ganz massiv etwas verschoben, dass wir bis vor der Pandemie wahrscheinlich gedacht haben, Video ist ein Tool. Ich habe ein Videoconferencing-Tool. Und was wir jetzt sehen, es gibt hunderte von Tools, die letztendlich auf der Basis von, ich kann Video als ein Service nutzen, neue Möglichkeiten von Interaktionen, Anwendungsfällen, Szenarien und so weiter daraus bauen. Also wir nehmen jetzt Hopin für diese Konferenz, weil da irgendwie 1000, 2000 Leute dabei sind. Ihr würdet wahrscheinlich Hopin nicht für euer Team-Meeting nutzen, weil ihr da andere Dinge braucht. Und ihr würdet es wahrscheinlich auch nicht nutzen, wenn ihr. Jetzt komme ich nicht auf den Namen, aber es gibt da so eine Firma, die irgendwelche Gymnastikvideos zeigt. Und das ist auch ein sehr spezifischer Anwendungsfall, der sich daraus entwickelt hat. Also Video as a Feature. Wir dürfen jetzt damit spielen. Ich bin gespannt, was da noch alles für uns zukommen wird. Und da wird auch gespielt. Das sind nur vier von 50, 60, die ich in dem Bereich so kenne. Topia, GetherTown, Wonder und Ting Online, das, womit ich mich so ein bisschen beschäftige. Also da ist unglaublich viel Neugier und Experimentierfreude da. Was können wir denn jetzt damit machen, wenn wir die Erfahrung, die wir uns wünschen von Autonomie, also ich kann mal schnell mit jemandem nebenan reden, ich kann eine Gesprächsgruppe bilden, ich kann wieder in die große Gruppe zusammenkommen, und so weiter und so fort, neu denken, online neu denken wollen. Und da bin ich gespannt, was da noch so entsteht, weil das ist alles noch sehr jung, noch sehr frisch, noch sehr roh und ich bin mir sicher, es wird besser. Videoconferencing-Tools, also die klassischen, sind meiner Meinung nach, mache ich ganz kurz ein bisschen auf schrägen Pfaden unterwegs. Die bauen nämlich immer mehr Features ein, wo man sich dann gegenseitig doch mehr, nicht mehr sehen kann. Der Focus-Mode sorgt dafür, dass nur der Host und der jeweilige Participant sich gegenseitig sehen können. MS Teams hat so Sachen wie Mute All. MS Teams hat auch so Sachen wie nimm von allen die Hände runter. Ich kann vollkommen verstehen, warum man solche Features einbaut. Wenn ich nur ein bisschen darüber nachdenke, stelle ich mir vor, dass wir dann doch wieder dazu kommen, dass wir uns maschinenähnlich mit diesen Maschinentools benehmen und verhalten. Und so werden für mich Meetings nicht menschlicher. Also irgendwie müssen wir uns da was Schlaueres einfallen lassen, was immer es sein mag. Dann kommen so ein paar neue Modebegriffe auf. Hybrid Work und the New Normal und so weiter. Ich schaue mir das alles sehr interessiert an. Jo hat mich ja als The Future of Work Guide vorgestellt. Ich glaube aber auch, viele der Dinge sind, naja, die Consultants müssen ja jetzt auch wieder finden, was sie die nächsten ein, zwei Jahre machen. Insofern Modeerscheinungen. Schaut selbst, was da wirklich drin ist an harten Fakten und was nur manchmal auch Verkaufsmaterial ist. Komme ich aber nochmal dazu. Was ganz bestimmt eine große Blase ist, gerade jetzt seit den letzten zwei, drei Wochen, seit es die Facebook Slash Meta-Ankündigung gab, ist das Metaverse. Schauen wir mal ganz kurz zurück. Second Life 2003, wem es noch etwas sagt. Es gab so etwas wie Wurml, eine 3D-Beschreibungssprache im Browser seit 95. Ich glaube, die zweite Webseite, die ich gebaut habe damals, war schon in 3D. Gar nicht so viel anders wie die 3D-Beschreibungssprachen, die es heute auch noch gibt. Oder Roblox, gerade ein großer Hype, irgendwie gibt es als Dynablocks auch schon seit 2004. Also ich denke, vieles von dem, was da mit Metaverse jetzt gemacht wird, ist Dinge, die schon da waren, nochmal endgültig von den großen businessmäßig auszuschlachten, was völlig okay ist.
Es gibt noch so eine, mit allem, was Krypto und NFTs und Tokens und so weiter gibt, da auch noch so einen Balkon, wo viel Spielhölle dabei ist. Wir werden sehen, wo das alles endet. Da bin ich auch nicht ganz sicher drin, da jetzt irgendwelche Voraussagen zu machen. Und für mich gibt es 10% neben dem ganzen Getöse, was da momentan ist, wo es richtig, richtig interessant wird im Zusammenhang mit Zusammenarbeit. Die richtigen 10% zu suchen, können wir gerne zusammen schauen. Ich bin da auch noch etwas überwältigt. Blick nach vorne. Oh Gott, muss ich schnell sein. Ich habe eine These. Ich denke, für das Thema Zusammenarbeit, also dass wir eben nicht, es gibt ja so ein, ja, Teamarbeit klappt ganz gut, aber fürs Planning treffen wir uns doch noch im Büro oder so. Ja, warum denn? Ja, weil das irgendwie mit Teams und so weiter nicht gut geht. Und meine These ist, es geht um Interaktion hier. Es geht darum, die drei Sachen, wir können Gespräche führen und wollen da zum großen Teil auch autonom sein. Wir wollen zusammenarbeiten und wir wollen dem Meeting eine Struktur geben, eine Abfolge. Also schon die Sachen, die ich jetzt hier mache, mir den Timer nebendran im Handy zu legen, ist irgendwie ein bisschen eigenartig, weil muss ja eigentlich nicht. Der Timer könnte auch da sein. Gehe ich ganz schnell durch. Das Problem ist nicht mehr, die Menschen besser oder holographisch oder sonst wie zu hören, zu sehen. Das wird alles passieren, aber das ist nicht der relevante Punkt. Der Punkt für die Art von Meetings, die ich glaube, die uns in der Zusammenarbeit ein bisschen fehlt, ist Autonomie und Struktur gemeinsam zu ermöglichen. Das führt zu weniger und kürzeren Meetings wieder, als wir sie derzeit haben, und auch besseren Online-Meetings. Ich bin, ja, ihr könnt mich drauf festnageln. Auch in 3 Jahren werden wir nicht mit großen Brillen und Handschuhen und irgendwas in Business-Meetings sitzen. Aber wir werden sehen. Asynchrones Arbeiten, nur daran erinnern, da geht richtig viel mehr, als wir heute glauben. Und ich denke schon, dass die meisten Organisationen sich in 5 Jahren einen virtuellen Campus zugelegt haben werden. Heißt, es gibt zu den realen Bürogebäuden ein virtuelles Abbild und man kann das mappen. Also ich weiß, in welchem Raum jemand virtuell ist und in welchem Raum jemand real ist und so weiter. Und daraus können interessante Dinge entstehen. Das aber nur am Rande. Zweite These. Ich glaube, diese Hybridmodelle, die da gerade diesen Sommer jetzt irgendwie aufkamen, wenn ich das bei deutschen Firmen so sehe, da hat dann der Betriebsrat auch mal angefangen mit zu überlegen, wie das denn gehen kann und so weiter. Die werden die nächsten 2 Jahre nicht überlegen. Einfach weil sie von der Realität und anderen Dingen überfordert werden. Weil eigentlich sind es Themen für Legacy-Organisationen, die eigentlich nur in Präsenz gedacht sind. Also wenn ich die Leute alle an einem Ort habe, geht das ja wunderbar mit. Wir sind Donnerstag, Freitag im Büro. Aber in dem Moment, wo die ersten Leute in Sofia, Nigeria oder Südafrika sind, weil die sind zeitzonenmäßig genauso nah wie der Kollege in Wiesbaden Ost oder Karlsruhe Rüppur oder was weiß ich, fällt das zusammen und ich muss anders überlegen, wie ich die Organisation aufbaue. Also aus meiner Sicht heißt das eigentlich, wir haben uns irgendwie noch nicht so richtig entschieden, was okay ist, weil es ist ja auch noch viel in Flux. Ganz wichtiger Punkt, denke ich, irgendwann werden die Controller um die Ecke kommen und sagen, passt mal auf, Jungs, ihr habt jetzt 2 Jahre 200% IT-Kosten mit allen Tools und Hardware, was ihr braucht. Wir haben nach wie vor 100% der Office-Kosten und die Reisekostenbudgets sind auch immer noch nicht runter. So geht das nicht auf Dauer, macht euch Gedanken, was ihr in Zukunft wollt. Und ich denke, merke ich in meiner Startup-Bubble derzeit auch, es wird mehr Organisationen geben, die von Anfang an nur verteilt gedacht sind. Das war bislang Nische und das wird mehr Mainstream. Naja, letztendlich, wir kommen aus dieser Krise raus und gehen in die nächste. Wir müssen uns fragen, wie viel und wie teuer und wie CO2-neutral oder nicht wollen und können wir eigentlich mobil sein. Dritte These. Oh, jo, du stoppst mich. Na, ich krieg's hin. New Normal ist ein Irrglaube. Also, schnelle Änderung wird jetzt immer sein. Die Kerstin hat es in ihrer Keynote auch schon gesagt. Ich kann verstehen die Sehnsucht nach Beruhigung und so weiter. Ich mag nur gar nicht die Hoffnung nähren, dass das so sein wird im Bereich Arbeitsorganisation, im Bereich Zusammenarbeit. Viele Organisationen haben jetzt gerade so nachgeholt, was eh schon Jahrzehnte irgendwie unterwegs und emergent war. Und es ist ja nicht so, dass wir außer der Pandemie nicht andere Dynamiken haben. Globalisierung, Digitalisierung, ja, immer noch. Klimakrise und damit verbundene andere Krisen werden uns mehr als alles abverlangen. So, das klingt jetzt ziemlich dystopisch oder vielleicht auch verängstigend. Ich mag aber zum Schluss noch eine vierte These in den Raum stellen, nämlich das Wiederaufkommen der Revival von Nachbarschaft und Heimat. Also Gemeinschaft und Serendipity und Zusammensein und Austausch mit anderen Menschen als mit denen wir Ergebnisse erarbeiten. Was heißt das? Naja, wir haben, habe ich vorhin eingangs gesagt, 180 Jahre lang Arbeit und Leben aufgetrennt. Und wir dürfen jetzt lernen, das wieder irgendwie neu zu verbinden. Wir haben Städte gebaut, die
Einkaufen, Freizeit machen, arbeiten und wohnen völlig getrennt irgendwie gedacht und gemacht haben, was dazu führt, dass wir uns mit 2 Tonnen Blech jeden Tag irgendwie im Dreieck bewegen und nur noch in solchen Wohnstätten wohnen. Nicht alle von uns, aber viele von uns. Und ich glaube, das ist eine Chance, das wieder anders zu denken. Das führt zu Coworking Spaces auf dem Land, da wo sie hingehören, weil da keine Büros sind. Und das führt zu, Cybert Media ist ein gutes Beispiel dafür, die machen das schon mit vielen Events oder haben das schon immer gemacht, dass Firmenbüros für Coworking geöffnet werden. Das führt dazu, was Kerstin auch gesagt hat, dass eine große Firma automatisch in Austausch kommt mit Leuten, die anders denken, die anders arbeiten und so weiter und so fort. So, was heißt denn das jetzt? Jo, haben wir noch die Zeit, einen kurzen Poll zu machen? 3 Minuten wartet der Rainer auf uns. Ich Wow, Mist. weiß es Was nicht. machen wir? Oder hast du Fragen? Dann stell mir die, dann lasse ich das weg mit dem Nee, Poll. es wurde im Chat so ein bisschen diskutiert. Ich meine, ich glaube, jetzt wird es ja spannend eigentlich, ne? Also jetzt würde ich am liebsten mit dir noch weiter diskutieren, ja, und überlegen. Also ich habe da sicherlich auch noch ein paar Thesen und Cybert Media ist jetzt auch nicht unbedingt eine Remote Organization. Ja, und wir bauen ein neues Headquarter, wo du sagtest, es gibt Firmen, die haben kein Headquarter. Da sag ich, wir bauen jetzt eins. Genau. So, da würde ich Das jetzt ist eine gerne mal Entscheidung, drüber. die man treffen kann, Ja, ja. genau. Das ist ja, genau. Es gibt da kein richtig und kein falsch. Aber das ist sicherlich, wird eine der spannenden Fragen sein. Ne? Also wahrscheinlich muss man sich eben entsprechend auch ausdifferenzieren. Ja? Und dann gibt es die und jene. Und dann ist die Frage, wo möchte ich gerne arbeiten? Welche Umgebung brauche ich? Ja, und ich glaube, also was eine Sache, die ich im Chat noch zumindest mitgelesen habe, war dann irgendwie die Frage nach der Zoom-Fatigue, wo hier ein Teilnehmer sagte, du hättest es etwas kurz dargestellt. Es liegt eben schon am Ende geänderten Kommunikationsverhalten in Videokonferenzen und das halt irgendwie nach Studien auch zu Stress führt und so weiter. Also wie belastet uns diese andere Art der Arbeit und was machen wir damit? Ja, also das ist sicherlich auch nochmal spannende Themen, das zu beleuchten. Ja. Ansonsten würde ich vorschlagen, du kannst deinen Poll ja auch gerne nochmal in dem Chat teilen und dann müssen wir halt asynchron, du sagst ja asynchron arbeiten, ne? Wir können uns dann asynchron die Ergebnisse angucken oder du kannst sie auf Twitter nochmal veröffentlichen. Wir müssen die Diskussion, glaube ich, dann nochmal vertagen. Thomas, Genau, es. dann ende ich mit: Das Büro ist tot, es lebe die Gestaltung von passenden Räumen für menschliche Begegnungen, sodass einzigartige Ergebnisse entstehen können. So mag ich mit euch enden. Danke. Sehr schönes Statement. Und auch jetzt würde ich noch mal gerne weiter mit dir diskutieren. Thomas, vielen Dank, dass du da warst. Wie gesagt, hat mir Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und hoffentlich nächstes Jahr wieder. Aber hallo, werden wir machen. Danke. Bis dahin.
Ja, da sind wir wieder mit unserem zweiten Talk. Und jetzt begrüße ich den Rainer Kühn. Hallo Rainer. Hi Joe, hi, Schön, dass hallo du da bist. Leute. Rainer, der Rainer begleitet uns auch schon seit längerem. Wir kennen uns auch schon seit längerem. Der Rainer ist bei 1 und 1 auch schon, seit ich denken kann, wahrscheinlich. Ja, und für mich der Kanban-Master oder Guru oder wie auch immer. Du warst ja auch schon bei so einer Kanban-Schulung mal bei uns und so weiter. Wie sieht es denn aus bei 1 und 1 mit dem Thema Kanban? Seid ihr da auch Gurus oder bist es weiterhin nur du? Nee, es gibt viel mehr Leute noch, auch Leute, die heute bei der Konferenz dabei sind hier, die ich auch schon herzlich grüße, die wahrscheinlich in anderen Vorträgen sind. Aber ja, es geht so voran. Und ein Punkt eben ist auch das, worüber ich heute in dem Vortrag rede, was viel vernachlässigt ist in den Teams, dass man sich mal mit den Mit den Diagrammen und sonst was beschäftigt. Ne? ganzen Daten, die man so über jahrelange Teamarbeit so gesammelt hat. Ich habe ja Genau. irgendwie gemutmaßt vorhin in der Anmoderation, dass du die Homeoffice- und Lockdown-Zeit genutzt hast, um mal in die Daten abzusteigen, weil man ja sonst nicht die Zeit hat, sich mit sowas zu beschäftigen. Ja, genau. Wie gesagt, ich habe es ja eben schon gesagt, ne? Tatort Forensik. Ich muss dann gleich an Jan-Josef Liefers, a.k.a. Karl Friedrich Börne aus dem Tatort denken. Hast du mir dann verraten, Tatort ist das, was du so überhaupt nicht guckst. Aber wie gesagt, das ist für mich so der Forensiker, der totale Nerd, der irgendwie, gut, bei dem geht es ja nicht um Daten, sondern um Leichen. Aber insofern bin ich mal gespannt, welche Leichen du jetzt aus dem Keller holst, der Taskboard-Daten. Insofern, ich bin gespannt. Viel Spaß, Rainer. Oder viel Spaß uns Ja, allen. Mit dir, Rainer. danke Joe für die Ankündigung. Ja, wunderbar. Dann steigen wir doch mal ein. Ganz kurz zu mir. Joe hat es ja schon gesagt. Ich bin jetzt also dieses Jahr seit 10 Jahren schon bei 1 und 1 in dem Bereich web.de und wo WebFD und GMX gemacht wird und bin eigentlich als Agile Catalyst oder wie man es nennen will, im gesamten Unternehmen unterwegs. Der Vortrag, der heute hier dabei rausgekommen ist, ist einfach auch ein bisschen Erfahrungsbericht von dem, was ich in den letzten Monaten aufgebaut habe, gestartet habe, dass man sich mal die Taskboards und die Diagramme dahinter genauer anschaut und welche Geheimnisse es eben da auch zu entdecken gibt. Ja, schauen wir mal, Forensik, was ist denn Forensik eigentlich? Habe ich mal Wikipedia bemüht. Ja, es ist eine wissenschaftliche, technische Arbeit, in der man eben Handlungen systematisch untersucht. Und was wir eben hier machen, ja, wir haben ja keine kriminellen Handlungen, hoffe ich mal, aber wir wollen eben auch Dinge genauer untersuchen. Und das ist manchmal wirklich so ins Kleinste rein, dass man versucht, Dinge herauszufinden, Zusammenhänge zu finden. Und deswegen kann ich mir es gut vorstellen, dass das wie bei dem Tatort auch so ein bisschen manchmal eine Nerdarbeit ist. Ja. Wir haben nicht viel Zeit. Ich mache es deswegen auch heute schnell. Wer danach noch irgendwelche Fragen hat, natürlich gerne im Chat oder wir machen eine eigene Session auf, danach nochmal, wie auch immer. Ich bin die beiden Tage dabei. Wer da Diskussionsbedarf hat, kann sich gerne melden. Ja, also was mir immer wieder über den Weg läuft, ist wirklich die meisten Teams und auch, sagen wir, oder die wenigsten Teams und die wenigsten irgendwie was Master, ja, die interessieren sich für diese Datenmeta-Ebene. Und da höre ich oftmals so Aussagen wie, ja, wir wollen doch einfach nur arbeiten, lass uns unsere Arbeit machen, ja, wir haben unser Taskboard und gut ist. Und das ist eigentlich schade, weil wir können ganz viel Daten nutzen, die eh erhoben werden und daraus eben was für unsere kontinuierliche Verbesserung lernen. Wichtig ist aber, also ich kann die Teams da oder die Scrum Master oder Agile Master oder wie auch immer auch gut verstehen, das ist nichts, was einem so zufliegt. Das ist wirklich, man braucht da ein bisschen Erfahrung drin und auch so die Lust auf detektivische Arbeit. Ja. Und es kostet Zeit. Also zumindest mal am Anfang. Ich merke jetzt langsam, fällt es mir leichter, irgendwelche Dinge zu erkennen. Und das Blöde ist halt auch, natürlich kommen da auch mal unliebsame Erkenntnisse zutage. Also was läuft im Team vielleicht nicht gut? Kanzelt sich einer ab von anderen Aufgaben, Bottleneck, wie auch immer. Auch hoppla, unser Prozess ist nicht gut oder wir haben unsere Arbeit nicht im Griff. All solche Sachen können hochkommen. Ist natürlich ein bisschen schmerzhaft dann. So,
was für Ziele oder Nicht-Ziele verfolge ich denn mit dieser Forensik hier? Ja? Also Ziel ist ganz klar, wir wollen das Prozessverständnis beim Team verbessern. Und das vielleicht sogar auch ein bisschen teamübergreifend. Also was ist vorne dran und was kommt hinten weiter an, in der Wertschöpfungskette? Das Methodenverständnis über Kanban dann auch verbessern. Warum machen WIP-Limits Sinn und solche Sachen? Diskussionen führen, was fürs Team auch sehr wertvoll ist. Und auch daraus Verbesserungsmaßnahmen ableiten. Und das, was ich schon festgestellt habe, es kommen mal wieder ganz andere Sachen für Retrospektiven raus, wenn man die Zahlenwelt anschaut, als wenn man immer nur so diese Retros macht, oh, was läuft gut, was läuft schlecht und was wollen wir ändern. Also Verbesserungsmaßnahmen mal zahlengetrieben machen ist auch nicht verkehrt. Worum es sich bei mir nicht dreht, ist garantiert, ich will hier keinen Täter überführen und nachher verurteilen. Das ist Quatsch. Ich gehe ja immer davon aus, dass jeder seine Arbeit mit den gegebenen Mitteln am besten macht, so wie er es halt kann und nicht irgendwie bewusst irgendwas falsch macht. Um dem Zeitrahmen hier gerecht zu werden, betrachte ich jetzt hier in dem Vortrag Teams, die mit Jira arbeiten. Und das ist ja weit verbreitet. Und da hat uns natürlich Corona auch in die Hand gespielt. Ja, vorher gab es Teams, die haben Papierboards gehabt und das wurde dann irgendwann mal im März 2020 zu Grabe getragen mit viel Trauer bei den Teams. Oh, unser Board, ja. Aber so war es halt und wir mussten uns da ganz schnell umstellen. Jetzt arbeiten wir seit anderthalb Jahren mit elektronischen Boards. Das hat sich alles ein bisschen gesetzt und eingespielt. Da kann man dann wirklich auch mal in die Zahlenwelt durchaus abtauchen. Hin wie her, was ich hier heute erzähle, das kann man auch gut auf andere Systeme irgendwie übertragen. Also selbst wenn wir auch noch ein Papierboard hätten, da muss ich halt die ganze Datenerhebung händisch machen. Ja? Genau. Gut. Und noch eine weitere Einschränkung. Ich betrachte jetzt mal hier in dem Vortrag nur Teams, die mit Kanban arbeiten. Man könnte ja also einen tagesfüllenden Workshop wahrscheinlich draus machen. Interpretiere alle Diagramme und Taskboards und sowas. Ich habe aber nur eben diese, naja, 40 Minuten, 35 Minuten wahrscheinlich. Deswegen muss ich da ein bisschen Gas geben. Ganz kurz dennoch mal auf Unterschiede zwischen einem Scrum-Board und einem Kanban-Board eingehen. Beim Scrum-Board habe ich im Wesentlichen Lebensdauer ist halt ein Sprint. Ja, danach wird hoffentlich aufgeräumt und dann befüllt es neu. Wir haben einen fixen Scope und die wichtigsten Diagramme, die es dort gibt, sind eben Burn-Up, Burn-Down-Charts, einen Version-Report und dort gibt es auch dieses Cumulative Flow-Diagramm, was eben in Kanban eigentlich Standard ist. Bei Kanban ist Lebensdauer ewig, also so ein Board wird, da wird immer wieder nachgefüllt und wandern Dinge raus. Ja, also es ist, man hat diese Kadenz nicht, den Sprint nicht so, deswegen Lebensdauer ewig. Scope kann sich ändern, wenn wichtige neue Erkenntnisse eintreten. Und die wichtigsten Diagramme hier sind eben das Cumulative Flow Diagram und das Control Chart. Und auf die beiden werde ich auch im Folgenden dann noch eingehen. So, forensische Sichtweise aufs Taskboard. Das ist zweigeteilt. Also zum einen mal, was ich dann mache, wenn ich so eine Session mit einem Team veranstalte, dann schaue ich mir natürlich zuallererst mal das Board selber an. Ich lasse es mir zeigen. Idealerweise schaue ich es mir vorher schon mal an, stöber ein bisschen rum, dass ich selber ein Gespür kriege, dass es auch nicht so viel Zeit braucht. Und das schaue ich mir da an. Ich schaue mir also hier die Struktur und die Mengen und die Qualität an. Und schaue mir dann im zweiten Wege auch die Reports und die Diagramme, die dazugehören, eben an. Ja, gut. Was mir wichtig ist, diese Daten, die eh erhoben werden, ja, die sind unheimlich wertvoll. Ja, und das Schöne dabei ist, die spiegeln eben die Vergangenheit. Das ist immer rückblickend natürlich, die Diagramme. Die spiegeln die Vergangenheit wider, aber ich kann dort selbst auch mit, sagen wir, ein bisschen hellseherischen Fähigkeiten natürlich auch in die Zukunft schauen. Ja? Also wenn ich Trends habe, dann sehe ich, okay, das wird sich wahrscheinlich so weiterentwickeln. Und das finde ich unheimlich wertvoll. Und das sehen manche Teams eben
gar nicht und finde ich schade. Das Tolle dabei ist, das sind eben wirklich Fakten. Ja, das ist nicht Bauchgefühl, das ist nicht so unser Prozess, oh, der läuft so und nein, es sind die Fakten. So ist es. Wenn da ein Engpass ist, dann sieht man das. Wenn unser Backlog vollläuft, dann sieht man das. Ja, und nicht nur Bauchgefühl, es wird mehr. Ja? Und es ist halt schonungslos. Diese Daten, die lassen sich natürlich mit ein bisschen Wissen vielleicht auch bescheißen, aber eigentlich, es ist wirklich die nackte Wahrheit, die da zutage kommt über das, wie das Team arbeitet. So, was brauchen wir jetzt dazu? Die Grundvoraussetzung, damit ich so Forensik betreiben kann, ist immer, dass das Taskboard in einem guten Allgemeinzustand ist. Also wenn es vernachlässigt ist, wenn es nicht wirklich die Wahrheit widerspiegelt, wenn es nicht aktuell ist, nicht vollständig ist, so weit wie möglich vollständig, ja. Wenn es nicht gelebt wird, dann brauche ich mir das gar nicht anschauen, ja, weil dann kann ich auch nur wahrscheinlich nicht die richtigen Verbesserungsideen daraus ableiten. Und dann kommt unsere Verbesserung irgendwie hier hinten runter, dann reißt der Faden ab und es wäre schade. Also nur mit gelebten und möglichst gut gepflegten Boards macht es Sinn. Ist aber vielleicht auch wieder ein Anreiz für ein Team, da mal wieder nachzubessern. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen natürlich den Forensiker. Na gut, der braucht in dem Fall keine Haube und Gummihandschuhe anziehen und auch Digitalkamera oder sowas ist nicht vonnöten. Idealerweise sollte dieser Forensiker jemand sein, der teamextern ist, der also auch so, der keine Stakes in dem Team hat, ja, der irgendwie emotionslos manchmal da auch vielleicht über die Sachverhalte erzählen kann. Unabdingbar ist natürlich auch eine gute Kenntnis über die Methoden, also ob es jetzt Scrum oder Kanban ist oder sonst was, da sollte man schon gute Kenntnisse, auch durchaus tiefergehende Kenntnisse haben. Und man sollte diese Diagramme interpretieren können. Und das ist auch nicht immer ganz einfach. Da strauchel ich selbst mit manchem Diagramm auch noch und muss mir dann auch erst überlegen, wie ist das jetzt und wie sind die Zusammenhänge. Aber das bringt halt dann nachher die Erfahrung einfach weiter. Wichtig ist auch, der Forensiker oder die Forensikerin, die muss gut zuhören können und muss auch gut fragen können. Ja, das ist extrem wichtig. Und dann auch diese losen Enden, die sich so ergeben während der Diskussion, dass man die eben zusammenbringen kann und verknüpfen kann. Und manchmal muss man vielleicht so einen Knoten nach ein bisschen Erklärungen vom Team wieder aufknoten. Das war es doch nicht, aber so Hypothesenbildung und sowas hilft dort ungemein. Gut, wie läuft das Ganze ab? Schritt 0 ist die Vorbereitung. Ja? So, also da brauche ich jetzt nicht. Da hinkt so der Vergleich mit dieser kriminalistischen oder gerichtsmedizinischen Forensik. Ja. Hier bei dieser Untersuchung möchte ich, wenn es geht, die Beteiligten komplett dabei haben. Ja. Das wäre in dem Saal, wo die Leichen seziert werden, nicht gewünscht, dass da die Beschuldigten oder sonst was mit rumturnen. Hier ist es explizit gewünscht. Das bringt nämlich nachher ein besseres Verständnis bei den Beteiligten. Und auch diese ganz verschiedenen Sichtweisen und Erkenntnisse, die jeder Einzelne damit einbringt, das wird einfach mehr, als wenn ich jetzt nur selber so ein Board mir anschaue und sage, daran liegt's, liebes Team, ändert das mal. Wäre absoluter Quatsch. Und dadurch, dass alle beteiligt sind, ist natürlich dann auch die Umsetzung nachher erfolgsversprechender, weil ja jeder daran beteiligt war und weiß, warum wir sowas machen. Also, was mache ich da? Im Normalfall wird eben das Team vorher informiert. Das ist also keine Überraschungsaktion, ja, über die Ziele, wie das abläuft und so als vertrauensbildende Maßnahme auch. Und ich mache mich natürlich dann vorher mit dem Taskboard, dem Team auch und den Herausforderungen des Teams ein bisschen vertraut, dass ich da nicht ganz blind irgendwie reinlaufe. So, das wäre Schritt 0. Schritt 1 ist dann die äußere Betrachtung. Und das ist dann immer so eigentlich das Taskboard anschauen. Was haben wir, wie ist die Struktur von dem Board? Welche Spalten haben wir? Wie viele Spalten sind das? Gibt es irgendwelche Swimlanes? Welche Filter haben sie? Was nutzen sie an Farben, Indikatoren, sonst wie?
Das hilft. Eine gewisse Klarheit sollte ja da sein. Und auch natürlich das ganze Mengengerüst an Bord. Also wie viele Tickets sind da? Wie viele Tickets sind blockiert? Wo ist ein Engpass? Dann vielleicht auch schon mal schauen, naja, da hängen dann so die Avatare ja dran. Wie viele Tickets sind denn dabei bei den einzelnen Personen? Das gibt schon mal einen ganz guten Einstieg. Und dann auch, wie ist denn so die Qualität von den Tickets, die Klarheit? Ja, also kann ich selbst als Team externer vielleicht ein bisschen was damit anfangen. Dann auch solche Sachen wie, wandern denn die Tickets immer nur von links nach rechts? Ja, das ist ja so der Standardweg. Oder gibt es dann auch wieder Tickets, die werden irgendwann mal zurückgehängt, die werden wieder in die Spalte To-Do oder gar ins Backlog zurückgehängt, obwohl schon dran gearbeitet wurde? Ist das der Ausnahmefall? Ist das der Regelfall? Ja, solche Fragen kann man dann stellen. Und halt auch solche untypischen Tickets. Ja, also meistens fallen die irgendwie auf und dann spricht man es an und dann sagt das Team, ja, es ist aber jetzt nicht so das typische Fall. Das ist ein Dauerläufer, das ist so ein Container-Ticket, da ist alles Mögliche dann drin. Und ja, muss man einfach dann auch wissen, was da so ist. Und dann auch sind alle Tickets, die irgendwo in Progress sind, also egal in welcher Spalte in Progress, ist da jemand zugewiesen. Weil es kann ja nicht sein, dass da Arbeit drin ist, in einer Work in Progress-Spalte, und da arbeitet keiner dran. Ja, das wird ja, hebelt ja auch das Work in Progress-Prinzip, Work in Progress-Limits-Prinzip dann aus. Gut. Wenn wir das gemacht haben, dann kommen wir zu der inneren Betrachtung. Und die innere Betrachtung ist dann eben, wir schauen die Diagramme an. Und da gibt es halt je nachdem, was wir haben, ja, Burndown-Chart, Release-Chart, diese habe ich hier ausgegraut. Das ist eben mehr bei Kanban. Selbst, nein, ich habe trotzdem auch bei Scrum, ich habe es aber trotzdem auch in Kanban, Burndown-Chart. Mache ich aber eigentlich so gut wie nichts damit. Was mir wichtig ist, sind eben diese Cumulative-Flow-Diagramme und das Control-Chart und es gibt natürlich noch ein paar andere. Die kann ich jetzt hier in der kürzeren Zeit nicht alles rannehmen. So, ganz kurz gehe ich nur mal auf die Scrum-Charts ein, Burndown-Chart, drei typische Muster. Da ist so diese schöne glatte Linie im Hintergrund. Das ist ja die Ideallinie, Sprint von 2 Wochen. Ja. Wenn ich mir das angucke, da geht es immer mal hoch und runter, aber im Wesentlichen verhält sich diese Abarbeitungskurve dann so um die Ideallinie herum. Das ist schön, ja, ziemlich nah am Ideal. Wenn ich mir das jetzt anschaue, ja, dann geht es hinten die Arbeit noch hoch. Da wurde also irgendwas mit reingenommen und es wurde dann auch nicht alles fertig geschafft. Also nicht mal das fertig geschafft, was man anfangs eingeplant hat von der Menge. Das ist dann natürlich schlecht, ja. Da ist Aktionismus meistens im Spiel. Oh, das schaffen wir noch, machen wir noch, müssen wir noch. Ja. Und das hier ist dann ja, Patient tot. Das ist so die Nulllinie. Ja. Keine Gehirnströme mehr und gar nichts. So, also soweit zu dem Burndown-Chart. Ich finde es trotzdem spannend zu interpretieren, warum geht es da mal hoch und runter, was sind die Gründe. Gut, kommen wir zum Cumulative Flow Diagram und da habe ich jetzt einfach mal von einem Team bei uns eins genommen und sieht hier schön aus, schön bunt. Das Cumulative Flow Diagram, das sind gestapelte Balken eigentlich. Jeder Tag ist dann ein Balken da drin und so sehe ich eben, wie arbeitet das Team? Naja, was kann ich jetzt da rauslesen? Schön bunt, okay. So, was ich auf jeden Fall rauslesen kann, ist, alles, was hier unten in diesem braunen Ockerbereich da ist, das sind die Tickets, die das Team schon abgearbeitet hat. Und alles, was oben in dem orangen Bereich ist, das ist Backlog. Und diese ganz schmale Band, ja, in drei, vier Farben dazwischen, das ist alles, was eben von To-Do in dem Fall bis Review geht, ziemlich schmal. Deswegen hilft einem so dieser erste Blick auf das komplette Cumulative Flow Diagram erstmal wenig. Also nein, man kann schon was draus ableiten. Das werden wir jetzt ja auch gleich sehen. So, ich zoome da jetzt mal rein und dann sieht das eben so aus. Da sehen wir dann auch diese anderen
Bänder drin, das blaue, grüne und rote. Und ja, da kann man dann schon ein bisschen genauer sehen, was los ist. Das werden wir jetzt auch nämlich anschauen. Und zwar habe ich jetzt hier mal so Hilfslinien eingezeichnet. Und da sehe ich jetzt, was denn das Team so macht. Und die Steigung von diesem Diagramm, ja, also die schwarze Linie, die hier so nach oben geht, die ist ziemlich eigentlich rock solid, möchte ich mal sagen. Ja? Und da habe ich jetzt mal dann so ein Dreieck reingezeichnet, 2 Monate. Ah, die schaffen in 2 Monaten 130 Tickets, circa 130 Tickets, also 65 Tickets pro Monat. Wow, das ist doch schon mal eine Erkenntnis fürs Team. Geht mal in euer Team und fragt, wie viele Tickets macht ihr im Monat? Großes Erstaunen. Ja, hier sehe ich es. Und das Ding ist rock solid. Also, das Team ist ein eingeschwungenes Team. Ja, wenn es so hin und her springt und hoch und runter geht, dann ist es vielleicht noch nicht eingeschwungen. Dann muss man eben vielleicht einen Fokus drauf legen, dass das Team sich findet, dass es stabil wird, dass die Rahmenbedingungen des Teams stabil werden, wie auch immer. Ja, aber bei dem Team einfacher Fall, rock solid, die Steigung. So, und das kann ich doch dann eigentlich, wenn die das jetzt schon seit November 2020 also jetzt ein Jahr bewiesen haben, dass die in so einem Liefermodus drin sind, dann kann ich das doch eigentlich in die Zukunft projizieren. Wow, super. Und es ist kein Bauchgefühl, keine Schätzung, gar nichts. 65 Tickets schaffen wir. Na gut, da sind mal kleine, mal große dabei. In der Summe mittelt sich das irgendwie aus. Finde ich wirklich cool. Ja. So, jetzt schalten wir mal die anderen Bänder dazu. Was sehe ich denn da noch? Da sehe ich jetzt diese gestrichelte Linie. Das müssen wir uns jetzt aber auch noch genauer angucken. Und dazu habe ich mal ein bisschen abgeschnitten hier. Ja? Und jetzt sehen wir hinten diesen Bereich und den zoome ich auch noch mal ran. Was man jetzt, Moment, ich gehe noch mal zurück. Was man hier schon in dem Teil des Diagramms sieht, ja, die nicht gestrichelte Linie und die gestrichelte Linie gehen so ein bisschen auseinander. Das heißt also, es kommen tendenziell mehr neue Aufgaben rein, als das Team abarbeitet. Also das Backlog läuft voll, weil die Abarbeitung ist ja konstant. Ja? Jo, das ist schon mal eins, was man da schön ableiten kann. Gut, gehen wir hier weiter. Wenn ich jetzt hier schaue, ja, da habe ich jetzt das ein bisschen genauer. Deswegen sehe ich jetzt hier pro Monat 62 Tickets gehen auf dann. Und ich sehe hier auch, die Bandbreite ist ja so einigermaßen konstant, ja. Die haben einen Work in Progress von ungefähr 25 Tickets. Und jetzt kann man mal schauen, wie groß ist das Team? Macht es Sinn? Also beim Team von 3 Leuten 25 Tickets in Work in Progress wäre so jeder im Schnitt 8, wäre ein bisschen viel. Wenn es 7, 8 Leute sind, dann wären das, naja, 3 Tickets, 4 Tickets pro Nase. Das kann schon mal vorkommen, ja. Wäre jetzt also auch nicht besorgniserregend in dem Moment mal. Vor allem sind die Bänder, die bunten Linien hier, die sind ja ungefähr gleich breit. Da gibt es also auch keine Schwankung. Auch wieder ein Zeichen der Stabilität in dem Team. Ja, was kann ich da noch ablesen? Genau, also ich sehe den WIP und wenn ich von dem WIP, da wo was nach To-Do geht, also To-Do ist ja dann quasi, ich bestelle, ich will es jetzt haben, bis das dann eben in den Dann-Bereich geht. Dann sehe ich, ah, das sind 2 Wochen ungefähr. Ja, wunderbar, da habe ich doch schon mal gleich meine Lead Time. Das heißt also, ich kann, durchschnittliche Lead Time, ich kann meinem Kunden sagen, lieber Kunde oder Auftraggeber in der Firma, ja, wenn du was bei mir bestellst und wir planen es ein, dann kriegst du es im Schnitt in 2 Wochen. Wow, ohne eine Schätzung. Wahnsinn, oder? Also, na gut, schätzen, kann man eigenen Vortrag drüber halten, über Schätzen, ja, wurde hier sicher auch schon öfters gemacht. Aber hier sehe ich es dann wirklich explizit mal. Was ist unsere Leistung, unser Leistungsvermögen? 62 Tickets pro Monat und wir brauchen im Schnitt 2 Wochen, um was zu liefern. Cool. Und da kann ich jetzt dann vielleicht ansetzen und sagen, naja, 2 Wochen ist mir zu lang, wir müssen schneller werden, was kann ich denn tun? Okay. So. Schauen wir mal das Cumulative Flow Diagramm mal aus einer anderen Perspektive an. Jetzt ist es nicht mehr kumulativ. Ja? Jetzt ist es einfach nur, ich habe nur den Backlog-Bereich mal rausgefiltert. Damit spiele ich dann eben auch, dass ich einzelne von diesen Bändern reinnehme, rausnehme und mir anschaue.
Und da sieht man jetzt bei dem hier natürlich jetzt schon beim ersten Blick drauf, es geht hinten hoch, Backlog wird voll und voller. Ja? Und wir reden hier über ein Mengengerüst, irgendwie anfangs sind es 50 und weiter hinten, da sind wir schon bei irgendwie über 200 Tickets, die im Backlog liegen. Ja? Und das über einen Zeitraum von, naja, von über einem Jahr. Ja? Schauen wir es uns an. Also hier am Anfang war alles ziemlich ausgeglichen. Da haben die immer so, sagen wir mal, 40 Tickets im Backlog gehabt. Ja, bei einem Durchsatz von 62 Tickets pro Monat ist das durchaus in Ordnung. Ja, die schaffen da also schon was dann weg. Und dann schauen wir mal hier hinten. Ab einem Datum Januar 2021 ging es dann auf einmal hoch. Ja, dann kann man natürlich mal fragen, warum geht denn das da hoch? Und das sieht eben dann so aus, da kommen pro Monat ca. 15 Tickets mehr dazu, als abgearbeitet werden können. Also Nachfrage ist größer als das Leistungsvermögen. Das bedeutet auch, dass die Tickets im Backlog immer älter werden. Und was mit älter werdenden Backlog-Tickets passiert, wisst ihr ja, ne? Das ist nicht wie bei einem Wein, der oder bei einem Schinken, der schön abhängen muss oder reifen muss, sondern das ist immer Eskalationspotenzial natürlich da drin. Gut, also hier pro 2 Monate circa 30 neue Tickets kommen dazu. Kann man mal in der Retro auch drüber reden, warum haben wir denn auf einmal so viel mehr Tickets? Und das ist ja immerhin schon seit März, also über ein halbes Jahr, wo quasi kontinuierlich mehr Arbeit reinkommt, als das Team schafft. Gut, das nächste, was ich mir anschaue, ist dann die To-Do-Spalte, also das, was das Team einplant. Ja? Und da sehe ich hier vorne auch die ganzen Peaks hoch. Das sind irgendwelche Planungsmeetings wahrscheinlich. Ja? Und dann wird abgearbeitet wieder. Dann kommt immer wieder mal was dazu natürlich. So, die hatten also am Anfang irgendwo fünf Tickets so im Schnitt in To-Do. Natürlich wird es nach einer Woche, wenn die ein wöchentliches Planungsmeeting haben, nach einer Woche sollte ja abgearbeitet werden. Wird es weniger, deswegen Peak ist dort maximal 10 und das wurde dann hier hinten raus eben mehr. Da waren es dann auf einmal 8, ja, und eingeplant wurden 12 bis 17. Also, es ist schon eine deutliche Änderung in dem Mengengerüst und da sollte man dann eben auch mal schauen, was los ist. Und da hat mir das Team dann gesagt: Ah ja, wir haben ja dann auch User Experience und Product Communications mit an unser Taskboard genommen. Ah, okay, wunderbar. Dann wissen wir zumindest mal, warum es ansteigt. Schön, wenn man das weiß. Jetzt muss man sich aber dann dazu im Gegenschluss auch noch anschauen, wie sehen denn die anderen Balken aus? Wenn da mehr Leute an Bord arbeiten, dann wird auch, müssen ja die anderen Balken auch irgendwie breiter werden. Und das habe ich hier unten mal hingequetscht und das schauen wir uns hier nochmal genauer an. Da sieht man also auch, hinten raus sind dann wirklich in Progress, das grüne Band, ja, ist es mehr geworden und diese Specification, das spielt quasi keine Rolle. Da gibt es mal was, da gibt es mal nichts. Das ist auch in der Menge immer klein und das sind auch Schnellläufer meistens. Ja, so, da haben wir durchschnittlich 8 im VIP, hier haben wir 16 im VIP und hier hinten dann auf einmal 26. Sollte die Sirene angehen. Also, das kann man mit dem Team auch mal wunderbar besprechen. Warum ist das so? Passt das nachher zu der Menge der Leute, die dran mitarbeiten und und. Ja? So. Und man sieht hier halt, Anstieg kommt eben aus in Progress und Review. Beides wird mehr. Also wahrscheinlich haben die Leute dann auch nicht so richtig Lust auf Review. Kann man ja auch mal ansprechen. Gut. Das nächste, ah ja, genau, hier unten noch eingeblendet Little's Law. Durchlaufzeit ist gleich VIP durch Durchsatz. Durchsatz ist konstant, 62 Tickets im Monat. Wenn mein VIP größer wird, dann wird eben auch meine Durchlaufzeit länger. Und Ziel soll es eigentlich sein, die Durchlaufzeit runterzukriegen. Gut, kommen wir zum nächsten Diagramm. Das ist dann dieses Control Chart. Das sieht ja erstmal schlimm aus. Ja. Man muss sich da ein bisschen reinfuchsen. Und wichtig ist der gelbe Blitz da links. Ja, diese Skala, die Y-Skala, die ist nicht linear, sondern die ist logarithmisch. Und da sieht man eben, da kann ein kleiner Ausschlag, wie wir es in der Mitte von dem Diagramm haben, schon bedeuten, das ist nicht einfach nur 20% mehr. Nein, das ist eine Verdopplung. Ja,
Da muss man bei diesem Diagramm echt aufpassen. Und jeder einzelne Punkt hier, die hohlen Punkte hier, das ist quasi ein Ticket, was bearbeitet wurde, was fertiggestellt wurde. Und die grünen ausgefüllten, das sind eben Ticket-Cluster. Kann man auch draufklicken und kann sehen, was dahinter steckt. So, also, was sehe ich hier raus? Ja, ich sehe so eine rote Linie, das ist meine durchschnittliche Lieferzeit, 2 Wochen, 15 Stunden, 35 Minuten. Ja, ich sehe dann auch, was ist denn so der Median, 4 Tage und 17 Stunden. Ja, und ich sehe auch, was ist meine maximale Zeit. So, und mit diesem Diagramm, mit dem muss man sich wirklich auseinandersetzen. Es ist auch jetzt wahrscheinlich in der Kürze der Zeit viel zu viel, das nochmal im Detail zu erklären. Ja, aber ich sehe hier so, diese blaue Linie ist eine Rolling Average. Ja, und da sehe ich mal hier, das ist relativ konstant. Dann ging es mal hoch. Ja, warum geht es hoch? Ah, ja, klar, wir haben hier ein paar Ausreißer. Da haben die vielleicht entweder alte Tickets abgearbeitet oder sie haben ein Backlog-Grooming gemacht und haben einfach mal alte Tickets rausgeschmissen. Ja, einfach geschlossen. Und das zieht dir natürlich dann mal die Durchlaufzeit, die durchschnittliche, hier mal in die Höhe. Ja, da ist es dann besser geworden. Also man kann da schon einiges draus ablesen. Wie gesagt, immer Achtung hinten der logarithmische Teil. Das geht jetzt über 3 Monate. Ja, da sieht es stabil aus. Was ist da los? Ja, da hat sich's halt verdoppelt durch diesen Rolling Average und durch die Ausreißer, die wir hier hatten. Ja. Da wären wir ein bisschen schneller. Ist ja immerhin dann auch, was nicht linear ist, deutlich merkbar. Und hoppla, was ist denn hier los? Da geht es wieder hoch. Kann man also mit dem Team mal schön besprechen. Die haben auch dann immer irgendwelche Ideen. Ah, das könnte da und da dran gelegen haben. Und wenn man sich dann einzelne Tickets anschaut, noch mehr. Gut. Ein paar Tipps, die ich euch gerne geben möchte. Wichtig ist einfach, räumt euer Backlog regelmäßig auf. Ja, alles, was ihr da so an alten, uralten Tickets drin habt, vernebelt euch zum einen mal die Sicht und verfälscht eure Statistik. Deswegen sage ich eigentlich immer gerne, alles, was älter als 12 Monate ist, wird geschlossen. Ja, wenn ihr wöchentlich plant, dann habt ihr 52 Planungsmöglichkeiten oder selbst beim zweiwöchig 26 Planungsmöglichkeiten. Wenn es da was nicht schafft, eine Wichtigkeit zu bekommen, dann ist es in einem Jahr einfach veraltet und tot. Ihr werdet da keine Zeit dafür haben. Deswegen weg damit. Ja? Und dann auch irrelevantes, veraltetes, doppeltes irgendwie auch gleich mit rausmachen. Ja, beobachtet euren WIP. Also schaut mal drauf, wie breit ist denn dieser Bereich zwischen Backlog und dann? Ja, wie verändert der sich? Was sind da für Muster drin? Ja, bei wem passiert das? Ja, da kann man auch unheimlich viel draus lernen und betrachtet dann eben auch die Langläufer, weil die spielen euch natürlich in der Statistik immer einen Streich. Und schaut da mal vielleicht an die wirkliche Zeit, die auch daran gearbeitet wird, also die Touchtime, sage ich immer. Ja, und die Liegezeit, ja, wie lange liegt es einfach dann rum? Und daraus kann ich eben eine Flusseffizienz berechnen, also eben Arbeitszeit geteilt durch die Liegezeit. Und wenn die, ja, in vielen Firmen ist die nicht mal 10%, die Flusseffizienz, ja, man könnte ja mal dran arbeiten, weil wenn ihr optimieren wollt, das Einfachste, wo ihr optimieren könnt, ist nicht die Zeit, die ihr an was arbeitet, indem ihr effizienter werdet, ja, sondern ihr könnt viel mehr Potenzial heben, indem ihr die Liegezeit reduziert. Ja? Nicht schneller arbeiten. Ja? Wenn es nur 10% sind, die ihr dran arbeitet, dann könnt ihr da minimal was raushauen. Aber hier an 90% Liegezeit könnt, wenn ihr die halbiert, boah, Wahnsinn. Genau. So, dann. Jetzt haben wir das Taskboard soweit durch und die Diagramme durch. Jetzt wollen wir irgendwie Verbesserungen machen, ableiten draus. Ja, da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten und das ist im Endeffekt sehr individuell. Da kann ich euch kein Kochrezept geben. Ich glaube, das kommt einfach aus der Erkenntnis des Teams raus, wie dort gearbeitet wird und was sie selber für Ideen haben. Ja, aber meine Erfahrungen sind, schaut euch die WIP-Limits genauer an. Geht mal mit denen runter, schaut, was das mit euch, mit eurem Prozess macht. Reizt es ein bisschen aus. Auch so das, was der Henry Knieberg in dem YouTube-Video Resource Utilization Trap ja wunderbar erklärt.
erstmal Flow etablieren und dann kann man mit der Resource Utilization ein bisschen spielen, nicht die Leute hochgradig auslassen. Backlog aufräumen, blockierte Aufgaben genauer betrachten, warum sind die blockiert? Und dann eben auch bei Langläufern insbesondere mal die Flusseffizienz betrachten. Oder auch mal bei einem guten Ticket mal schauen, was war denn der Erfolgsfaktor, warum das gut durchlief? Und was können wir davon lernen für Langläufer? Und eigentlich immer auch noch einen Follow-up-Termin machen, 6 bis 8 Wochen später, ja, nochmal beim Team reinschauen und dass man die Diagramme nochmal anschaut und auch schaut, was hat sich verändert. Und dann sehen die meisten Teams auch, cool, wir haben ja echt was verändert und jetzt wissen wir auch, warum das so ist. Ja, ich habe die tollsten Diskussionen schon gehabt mit den Teams. Macht echt Spaß. So, meine Erkenntnisse bei mir als Forensiker, ja, ohne die Mitarbeit vom Team komme ich nicht weit. Also ich kann mir das alles selber anschauen und meine Schlüsse draus ziehen, ist aber Quatsch. Ja, ich brauche das Team dazu. Und wir brauchen einfach für so eine erste Analyse, und das ist wirklich nur mal über die zwei Hauptdiagramme hier, Control Chart und Cumulative Flow Diagram rübergehen, brauchen wir mindestens 2 Stunden. Weil man muss oftmals auch noch viel erklären, muss vielleicht nochmal WIP-Limits erklären und überhaupt, was ist Kanban und so. Also das braucht ein bisschen Zeit, ja. Und man muss halt auch wirklich aufmerksam zuhören und schauen, was kann ich an Informationen da verknüpfen. Ja, weil manchmal kommt so in einem Halbsatz dann irgendwas rüber, was eine Bedeutung hat. Beim Team sehe ich dann immer, dass die Scheu verlieren, auf diese Diagramme drauf zu schauen. Und das ist unheimlich wertvoll. Ja, es ist gar nicht so schwer, ist ziemlich, manches selbsterklärend. Ja. Und die sind manchmal baff, was man alles sieht. Ja, dass da irgendwo 2 Wochen halt Weihnachtsferien waren oder Sommerferien und danach geht es auf einmal wieder hoch oder ja, also Sachen sieht man oder es war ein Inzident oder sonst irgendwas, ja. Und sie bekommen halt ganz andere Verbesserungsideen und diese strukturierter. Und das ist ja schön, nicht immer nur über was läuft gut, was läuft schlecht, sondern mal wirklich sagen, was können wir tun, um unser WIP-Limit zu reduzieren, unseren WIP zu reduzieren, was können wir tun, um unsere Durchlaufzeit zu verkürzen. Was können wir tun, um Blockaden zu lösen? Und das ist unheimlich, eigentlich eine dankbare Geschichte. Ja? Und Verbesserungen werden dadurch auch messbar. Und das finde ich unschätzbar toll. Ja? Und das war es eigentlich auch schon. Joe hat mir schon die Zeit angezeigt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Und ja, jetzt Joe wird wahrscheinlich noch ein paar Fragen für mich haben. Ja, Rainer, vielen Dank. Sehr spannend. Lustigerweise ist eins meiner Themen, ja, Lieblingsthemen, soll ich Lieblingsthemen sagen, aber es ist ja dieses leidige Thema Schätzen, Aufwandsschätzungen. Und ich weiß, dass ich mit einem Kollegen zusammen schon vor Jahren so einen Pecha-Kucha-Kurzvortrag gemacht habe, in dem wir plädiert haben, messen statt schätzen. Und insofern bin ich total der Freund davon, was du da gemacht hast. Auch mal wirklich die Daten. Wir sammeln so viele Daten. Lass sie uns angucken. Lass uns daraus lernen. Und dann können wir sowas wie Schätzungen, die niemand gerne macht und die immer falsch sind, auch einfach eliminieren. Ja? Also Du brauchst no wahrscheinlich estimate. beides. Du brauchst beides. Du brauchst sowohl die Daten, die Zahlen liefern, als auch Schätzen, weil Schätzen hat den Vorteil, ich befasse mich damit, ich kriege ein besseres Verständnis, was zu Ja, tun ist. okay. Naja, also Refinement ist noch was anderes, finde ich, ne? Also wir müssen drüber reden, ja, und wir müssen wahrscheinlich auch Tickets irgendwie verstehen und vielleicht auch überlegen, ist es überhaupt ein Ticket oder ist es eigentlich ein Epic und ist es viel zu groß und sowas. Also das sparen wir uns nicht die Zeit. Aber da irgendwie so eine Stunde, also eine Stundenschätzung dran zu schreiben, die sowieso immer falsch ist, oder dann irgendwie mit T-Shirt-Größen und keine Ahnung was, das können wir uns einfach alles sparen, wenn wir mit den Daten arbeiten, die wir schon lange sammeln. Ja, also Bei insofern. stabilen Teams. Ja. Vielen Dank dafür, für diesen Einblick. Hier im Chat hat schon einer hier den Jira Query Language irgendwie zur Abfrage der gelösten Tickets irgendwelche Geil. JQL-Statements hinterlassen. Ansonsten an der Stelle noch mal kurz Hinweis an die Zuschauer: Bitte bewerten. Im Chat steht noch mal der Bewertungslink. Ne? Gebt dem Rainer Feedback, weil nur so kann er auch lernen, was ihr das nächste Mal vielleicht anders hören wollt oder ob es einfach ein Top-Vortrag war, wie immer von dir, Rainer. Gut, sonst ist der Chat relativ ruhig gewesen. Ich glaube, du hast sie einfach alle geplättet. Ja, war viel und Ja. schnell.
Genau, ging ja auch, genau, muss man gucken, wie die Zeit so, ja, genau. Backlog aufräumen, hat ja noch jemand erwähnt, ne? Ist übrigens ein Thema für das Sprint Review. Kann man wahrscheinlich darüber diskutieren, wann das erfolgen muss, aber mit den Stakeholdern kann man sicherlich auch mal über Tickets reden. Genau. Bei Kanban haben wir nicht unbedingt ein Sprint Review. Es muss trotzdem geschehen. Ja, also Hausmeistertätigkeit am Backlog. Aber ist es, wie macht ihr das mit Kadenzen? Also habt ihr nicht irgendwelche regelmäßigen Grooming-Termine oder sowas? Das ist wieder sehr teamspeziell. Also ich wäre jetzt ein Team, von dem dieses Diagramm ist auch, die machen wirklich einmal im Monat explizit eine Stunde nur Backlog aufräumen. Also nicht diskutieren großartig drüber, sondern schauen, was kann weg. Aber Ja. Reviews gar nicht demnach. Ja, doch, gibt es. Also Ja, je gibt's nach auch. Team, ja, gibt es das auch. Ja. Ja, versuchen Klar. wir eigentlich auch. Also, weil ich finde, das ist ja auch nochmal ein Moment, wo man mal reflektieren kann. Ne? Also, sonst siehst du da im Cumulative Flow Diagramm, siehst du ja nur so einen dicken Balken und denkst dir so, boah, wir haben viel geschafft. Aber es ist eine abstrakte Zahl irgendwie. Ne? Und das ist ja so ein bisschen das. Ich bin ja ein Scrum-Freund, ich hatte es vorhin schon mal gesagt. Ne? Bei Kanban geht es halt immer weiter und das ist so ein bisschen Hamsterrad. Ne? Immer weiter und Cumulative Flow steigt immer weiter an. Es ist nie fertig. Ja, das ist so ein bisschen, wie schaffen wir das im Kanban? Das Gefühl zu haben, auch mal was geschafft zu haben und mal irgendwie zu sagen, so, Ja, also kurz viele Teams, innehalten. ganz kurz dazu, vielleicht viele Teams haben dann früher so eine Wall of Done gemacht und da haben sie Tickets hingehängt, ja, und haben dann gesehen, boah, diese Woche so viele Tickets geschafft. Sehr visuell sieht man in dem Cumulative Flow Diagram natürlich auch. Ja. Aber das Ja. soll man auch feiern, die Erfolge. Ja. Genau. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und im Chat lese ich auch gerade auch noch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für den tollen Vortrag. Lasst uns die Liegezeiten reduzieren. Genau. Also in diesem Sinne, lieber Rainer, vielen Dank und hoffentlich bis nächstes Jahr. Ja, hoffe ich auch. Danke sehr. Ciao. So, jetzt geht es wieder zu ernsten Themen, wobei ernst war das eben auch, aber eher wieder klassischen Themen vielleicht auch. Teambuilding, wie geht Teambuilding eigentlich? Tuckman-Teammodell habe ich mal in meiner Scrum-Master-Ausbildung vor 10 Jahren oder sowas gelernt. Das kennen wir alle und haben uns dann im Team gefreut. Ja, wir sind im Storming. Ja, wir sind uns gerade am Streiten. Und jetzt begrüßen wir den Holger und den Markus und die erzählen uns mal, wie Teambuilding ja, aus ihrer Sicht nachhaltig funktioniert. Hallo, ihr zwei. Schön, dass ihr Ja, da seid. moin. Moin, moin nach Hamburg? Hamburg, ne? Jawohl. Ja, Und sehr näher schön. Wedel, also bei Hamburg. Also Ja, gut. Schleswig-Holstein war auch noch mit dabei. Wir sind ja international. Ne? Niedriginzidenzgebiet, oder wie? Jawohl. Ja, sehr gut. Ihr macht alles richtig da oben. Okay, ja, also ich bin sehr gespannt, was ihr so mitbringt an einem Modell, das die Individualität der Teams berücksichtigt, habe ich gelesen, und trotzdem irgendwie für alle anwendbar ist. Ich bin gespannt. Schauen wir mal. Ja? Ja, moin auch von unserer Seite. Ja, wir wollen euch mal zeigen, wie ihr als Team-Coaches, agile Coaches, Scrum Master, Führungskräfte oder wie auch immer ihr euch so nennt, eure Teams neu entdecken könnt und ja, dafür sorgt, dass sie sich kontinuierlich und nachhaltig weiterentwickeln können. Mein Name ist Holger Koschek. Ich bin Berater, Trainer und Coach für fortschrittliches Management in Projekten und Organisationen. Und mein Anliegen ist es, wie der lange Titel schon sagt, für Fortschritt zu sorgen. Und meiner Meinung nach gelingt das am besten, wenn die Projekte und Organisationen eine Haltung der kontinuierlichen Verbesserung einnehmen. Ja, und ich bin Markus Tobojic, ich bin Teamentwickler und Coach und in der Rolle arbeite ich gemeinsam mit den Teammitgliedern und ihrer jeweiligen Organisation daran, für ein Arbeitsumfeld zu sorgen, in dem alle Teammitglieder spüren, dass sie jetzt wieder befähigt sind, Entscheidungen selbstständig zu treffen, weil ich davon überzeugt bin, dass nur so die Teammitglieder und ihre Organisation jeden Tag ein bisschen besser werden können. Und mein Credo dabei ist, dass ich mich in dieser Rolle als Teamentwickler quasi ja, so überflüssig wie nur irgendwie möglich mache. Ja. Vielleicht ist es euch ähnlich ergangen wie mir damals. Ich bin einige Jahre als Projektleiter unterwegs gewesen und dann wurde mir plötzlich die Verantwortung für ein Team in der Rolle als Scrum Master übertragen. Da ich jetzt Projektleiter gewesen bin, wusste ich relativ wenig, ehrlicherweise, über zielgerichtete Modelle der Zusammenarbeit, wie zum Beispiel Scrum, Kanban, nie gehört. Was habe ich also gemacht? Ich habe mir so ein 200-Seiten-Buch geschnappt, was ist Scrum, habe das durchgearbeitet und durfte dann sogar noch eine Zertifizierung zum Scrum Master besuchen und dachte, ja, jetzt bist du gut ausgerüstet, um dein Team weiter voranzubringen. Also war ich jetzt zurück bei meinem Team mit neuem Wissen im Gepäck und voller Elan. Aber irgendwie, ja, ich musste schnell feststellen, das reicht nicht, irgendwie diesem Team Scrum oder Kanban, also diese Modelle zu vermitteln oder ja auch teaminterne Termine wie Retrospektiven oder Daily Stand-Ups zu moderieren. Das hatte man mir ja auch alles in diesen Zertifizierungen erzählt.
sondern eigentlich müsste ich mein Team ja eher methodisch und meine Teammitglieder auch persönlich weiterentwickeln. Davon war aber nie die Rede gewesen, weil schließlich heißt diese Rolle ja nicht Scrum Master, People Developer oder sowas, sondern Scrum Master. Und dementsprechend wusste ich auch nicht, wie das geht. Ja, das habe ich jetzt gemacht. Jetzt saß ich da mit meinem Team, ich einsamer Tropf. Was habe ich gemacht? Ich habe erstmal gegoogelt. Ja, und dann habe ich das Modell von Tuckman gefunden. Auch im Wikipedia-Artikel zum Thema Teambildung und eben gerade in der Einleitung netterweise, danke für die Vorlage, haben wir genau dieses Modell nämlich auch eben schon gehört. Es ist deshalb kein Wunder, dass so gut wie jeder Teamcoach, den Holger und ich irgendwie in den vergangenen Monaten und Jahren, fast Jahrhunderte hätte ich schon gesagt, egal, kennengelernt haben, dass genau diese Teamcoaches in ihrer Karriere und ihrer Laufbahn mindestens einmal genau dieses Modell eingesetzt haben. Damit wir auch über das Gleiche reden, gucken wir uns jetzt einmal im Detail an, worum geht es denn jetzt in dieser Teamuhr von Tuckman überhaupt? Also laut der Teamuhr von Tuckman befindet sich ein Team immer in einer der fünf Phasen der sogenannten Teamuhr, die ihr hier sehen könnt. Diese einfache Darstellung suggeriert hier, dass Teamentwicklung einem starren Ablauf von Phasen in dem Fall folgen würde, der bei allen Teams gleich ist. Er beginnt bei der Formung und oder Gründung und Formung des Teams, das ist sozusagen die Phasen rechts zu sehen mit Forming bis Norming, geht dann rüber in die hoffentlich längste und beste Phase, nämlich das Performing, also da, wo wir eigentlich hinwollen, und endet dann mit der Auflösung des Teams, wenn sie hoffentlich die gemeinsamen Ziele erreicht haben als Team, der sogenannten Adjourning-Phase. So, ich saß da ja, wie gesagt, mit meinem Team jetzt irgendwie frisch als Scrum Master gebacken und dachte dann, wie geil ist das denn? Das heißt, ich muss ja eigentlich nur ins Performing kommen mit meinem Team. Dafür finde ich heraus, in welcher Phase es sich aktuell befindet. Und dann gucke ich mir an, was das Modell mir sagt, was ich dafür entwickeln muss. Ist ja einfach, das kriegt jeder hin, dachte ich mir. Okay, also, dieser Mitarbeiter, der ist noch relativ neu, der kennt weder mich so richtig noch, worum es hier eigentlich geht. Der ist irgendwie so ein bisschen in der Forming-Phase, Zugehörigkeit ist dann ein Problem. Die beiden, die hatten heute Morgen so einen persönlichen Konflikt, den musste ich ja schon so ein bisschen schlichten. Das ist wahrscheinlich Storming. Ja, und die anderen beiden, die stammen aus einem anderen Team, das gerade aufgelöst wurde, die kennen sich aus dem FF, die kriegen das alles hin. Das ist wohl irgendwas mit Performing. Okay, also irgendwas zwischen Forming und Performing vielleicht. Und damit war ich jetzt irgendwie nicht schlauer als zuvor. Und Ähnliches hat auch Pamela Knight beobachtet. Pamela Knight, die befragte im Jahr 2007 Studierende der Defensive Acquisition University. Das ist quasi eine Universität des US-Militärs. Aber damit wir uns jetzt nicht falsch verstehen, die ballern da jetzt nicht den ganzen Tag rum und haben darauf versucht, Tuckman irgendwie herauszufinden, sondern es ging an dieser Universität oder es geht vielmehr an dieser Universität darum, dass die Studierenden da in Teams an praxisnahen Projekten zusammenarbeiten. Und mithilfe ihrer Befragung wollte Pamela Knight jetzt bei eben diesen Teams der Universität der Studierenden herausbekommen, inwieweit die sich durch die einzelnen Phasen dieser hier sichtbaren Teamuhr bewegten. Und dabei hat sie, wie wir finden, drei sehr interessante Beobachtungen oder Erkenntnisse vielmehr gewonnen. Zum einen war bei den meisten Teams die Phase, in der sie sich befanden, überhaupt nicht eindeutig zu bestimmen, weil die im Modell beschriebenen Charakteristika dafür nicht eindeutig ausgeprägt waren. Zweitens, bei den Teams, wo die Phase doch noch irgendwie zu bestimmen war, beobachtete sie vielmehr oder fand sie heraus mit ihrer Befragung, dass diese Einzelphasen übersprangen, die in andere Reihenfolge als hier dargestellt durchliefen, oder auch, dass die Zeit, die die Teams in den einzelnen Phasen zubrachten, komplett unterschiedlich waren. Ich persönlich finde aber die dritte Erkenntnis am spannendsten, nämlich, dass während Tuckman eine explizite Storming-Phase vorgesehen hat, die wir hier auf der rechten Seite sehen für persönliche Konflikte, gelang Pamela Knight zu der Erkenntnis, dass Konflikte und Storming ein kontinuierlicher Prozess sind, der den ganzen Zeitraum der Teamarbeit über stattfindet. Und je öfters oder je länger man mit solchen Teams zusammenarbeitet, desto einleuchtender ist das auch, weil Konflikte sind eigentlich ganz normal, egal ob es ein erfahrenes oder unerfahrenes Team ist, egal wie reif oder unreif oder whatever es ist, es ist ganz normal. Wichtig oder der Unterschied ist nur, wie geht das Team mit dem Konflikt um? Sitzt es ihn aus oder thematisiert es ihn aktiv, um ihn zu klären? Was heißt das jetzt und warum erzählt er uns das alles, was wir hier schon lange wissen? Nun, zum einen, weil ja viele Anwender, und da schließe ich mich mit ein, haben einen Automatismus in diese einfache Darstellung von Tuckman hineininterpretiert, den dieser so auch gar nicht beschrieben hat. So lag nicht nur Tuckman mit einigen seiner Schlussfolgerungen falsch, was zum Beispiel das Storming angeht, sondern auch wir Anwender des Modells und somit auch ich. So, und das zeigt im Grunde, dass wir alle, also ihr Zuhörer, genauso wie Holger und ich, gut beraten sind, derartige Modelle hin und wieder kritisch zu hinterfragen. So, und ich saß da jetzt weiter mit meinem Team und wusste nicht so richtig, wie mache ich jetzt Teamentwicklung, weil dem Modell von Tuckman konnte ich nicht verfolgen und dementsprechend habe ich eher mein Bauchgefühl dann leiten lassen. Ja, und mit der Teamentwicklung nach Bauchgefühl, wie Markus sie so schön bezeichnet hat,
begann dann auch unsere Zusammenarbeit. Wir haben uns kennengelernt, als Markus eines meiner Teams übernommen hat, was ich bis dato als Scrum Master begleitet hatte. Und dann hatte ich dadurch mehr Zeit gewonnen, um wieder als Agile Coach für das Gesamtprojekt zu wirken. Genau, ich habe also das Team von Holger erstmal übernommen. Was habe ich gemacht? Wie jeder, der erstmal ein neues Team übernimmt, ich habe mir ein Bild gemacht, habe es beobachtet und habe dann anschließend versucht, jene Werkzeuge, Methode in diesem neuen Team anzuwenden, die mir ja schon bei meinem vorherigen Team gute Dienste geleistet hatten, von denen ich deshalb etwas blauäugig gedacht habe, sie würden mir auch jetzt wieder helfen. Ja, das Ganze aber irgendwie mit eher überschaubarem Erfolg. Und dann hast du dich noch, gute Idee, an die anderen Coaches da in dem Projekt gewandt. Und die hatten ganz viele Ideen, wie die Coaches nun mal so sind. Da schließe ich mich ja mit ein. Aber auch diese Ideen haben nicht wirklich gut funktioniert. Und dann weiß ich noch so, kann ich mich an diesen Tag erinnern, wo du da völlig frustriert in der Sofaecke gesessen hast und wir uns dann unterhalten haben. Ja, und dann haben wir beide uns länger unterhalten über Teams, deren Bedürfnisse, Charakteristika, Entwicklungsstände. Und dann sind wir irgendwann auf das gekommen, was ich die ganze Zeit ja, übersehen hatte. Und ich weiß nicht mehr, wer den Satz von uns beiden geprägt hat, ist ja auch egal. Nämlich, jedes Team ist anders. Und so entstand der Impuls zu diesem Vortrag und zu einem Buch. Ja, für die Teamentwicklung ist es unserer Meinung nach völlig unerheblich, in welchem Organisationsbereich ein Team angesiedelt ist. Teams gibt es unserer Meinung nach überall oder sagen wir zumindest fast überall. Also in nahezu jeder Organisation, in allen Bereichen und Abteilungen. Und da ist es auch völlig egal, ob die sich jetzt agil nennen oder nicht oder ganz anders. Und irgendwie fehlte uns da noch eine neutrale Bezeichnung für diese Rolle, die Verantwortung für diese Teamentwicklung übernimmt. Denn Teamentwicklung passiert ja nicht von alleine. Und wir haben diese Rolle Teamcoach genannt, weil wir glauben, dass eine coachende Grundhaltung bei der Teamentwicklung sehr hilfreich sein kann. Woanders heißt diese Rolle dann Scrum Master, Agile Coach, Team Lead oder vielleicht auch ganz anders. Ja, einigen wir uns für diesen Vortrag auf den Team Coach. So, nach der Erfahrung, die wir dann gesammelt hatten mit Tuckman-Modell und mit der Teamentwicklung nach Bauchgefühl, haben wir uns dann mal auf die Suche gemacht nach anderen Modellen, die vielleicht besser zu unserer Vorstellung von Teamentwicklung passen. Aber wir haben kein Modell gefunden, was die vier Prämissen erfüllt, die wir hier mal aufgeschrieben haben und die uns in diesem Zusammenhang wirklich wichtig sind. Das erste ist, dass es erstmal ein gemeinsames Verständnis des Begriffs Team gibt. Da haben wir dann für uns eine Definition gefunden, die durchaus anspruchsvoll ist. Also unserer Meinung nach hat ein Team ein erreichbares und erstrebenswertes Ziel und es verfügt über alle Fähigkeiten und Fertigkeiten, um dieses Ziel dann auch erreichen zu können. Arbeitet gemeinsam auf einer Basis von Werten, Prinzipien und Praktiken, ja, nicht ohne. Also wenn ihr da mal gedanklich die Checkliste für eure Teams macht, dann sind vielleicht dann am Ende nicht mehr alle Teams in unserem Sinne. Aber wenn wir so einen Teambegriff voraussetzen, dann können wir in einem Modell, wenn wir das dann darauf aufbauen, von vielen Voraussetzungen ausgehen, die in anderen Modellen erstmal im Modell hergeleitet werden können. Die zweite Prämisse dürfte euch jetzt nicht überraschen. Jedes Team ist anders. Was heißt denn aber das? Na, das heißt, dass wir keine Patentrezepte liefern können. Wohl aber Vorgehensweisen, mit denen so ein Teamcoach lernt und in der Lage ist, den nächsten geeigneten Schritt für die Teamentwicklung zu finden und auch vielleicht die passenden Werkzeuge dazu. Dritte Prämisse: Teamentwicklung ist eine komplexe Aufgabe. Warum? Weil Teams soziale Systeme sind und soziale Systeme sind per se komplex. Und wer das Knevin-Framework schon mal gesehen hat, der hat gelernt, dass es eben in komplexen Problemfeldern keine Schritt-für-Schritt-Anleitungen gibt. Aber Regelkreise für eine iterative Weiterentwicklung. Also haben wir nach so etwas gesucht, nach Modellen, die genau solche Regelkreise beinhalten. Vierte Prämisse: Modelle sind immer nur so gut wie ihre Nutzer. Das hat Markus gerade ziemlich gut am Beispiel des Tuckman-Modells illustriert, wie leicht man da falsch liegen kann. Und deswegen suchten wir nach einem Modell, was mehr Rahmenwerk ist und was insbesondere, und das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt für uns, auch Rückschritte zulässt. Denn zumindest wir haben in der Teamentwicklung das immer wieder erlebt, dass das nicht nur nach vorne geht, sondern dass man sich vielleicht auch mal verrennt. Und dann muss es auch okay sein zu sagen, hey, Schritt zurück, versuchen wir mal was anderes. Wenn ich ein Modell habe, was halt immer nur nach vorne geht oder wo ich zumindest reininterpretiere, dass es immer nur nach vorne geht, dann kann das sonst bei denjenigen, die entwickelt werden, bei den Teams nämlich, zu ziemlicher Frustration führen. Ja, wir haben gesucht und gesucht und wir haben leider kein passendes Modell gefunden. Und dann mussten wir das tun, was wir eigentlich gar nicht tun wollten, ein eigenes Modell entwickeln. Das Modell für nachhaltige Teamentwicklung.
Teams entwickeln unserer Meinung nach ihr Leistungsvermögen und ihre Kultur in fünf Handlungsfeldern, wie wir sie genannt haben: psychologische Sicherheit, Wissen, Erfahrung, Haltung und Werte. Dabei sind Wissen und Erfahrung die Leistungsaspekte, denn wir sind der Meinung, dass Teams insbesondere dazu da sind, ein Ziel zu erreichen und dafür etwas leisten zu müssen, um dieses Ziel erreichen zu können. Der Unterbau ist die psychologische Sicherheit und es braucht eben auch eine Teamkultur, die durch das Handeln der Teammitglieder entsteht und die auf gemeinsam getragenen Werten basiert. Diese fünf Handlungsfelder sind je nach Team ganz unterschiedlich ausgeprägt. Und so ein Teamcoach muss die immer alle fünf im Blick behalten. Es ist auch nicht das Ziel, dass der Teamcoach jetzt eines dieser Handlungsfelder nach dem anderen bis zur Perfektion entwickelt, sondern vielmehr geht es darum, nach jedem Entwicklungsschritt zu schauen, in welchem Handlungsfeld das Team dann im nächsten Entwicklungsschritt weiterentwickelt werden soll. Und so entwickelt sich das Team schrittweise in allen fünf Handlungsfeldern weiter. Genau, schauen wir uns das doch mal im Detail an, diese fünf Handlungsfelder, und gehen wir die jetzt mal nacheinander durch. Wir beginnen mal mit der psychologischen Sicherheit. Die psychologische Sicherheit ist beispielsweise daran erkennbar, dass ja, Teammitglieder bearbeiten Konflikte offen und wertschätzend. Sie bitten um Hilfe und Unterstützung oder weisen auch angstfrei auf Risiken hin. Das ist auch ganz wichtig für eine Zielerreichung. Aber vielmehr noch, sie machen Vorschläge zur Verbesserung der gemeinsamen Zusammenarbeit. Und diese Eigenschaften und diese beobachtbaren Sachen zeigen schon, dass psychologische Sicherheit vielmehr ja die Grundvoraussetzung dafür ist, damit sich ein Team überhaupt nachhaltig und kontinuierlich verbessern kann. Und aus diesem Grund stellt die psychologische Sicherheit bei uns im Modell auch das Fundament dar. Und Ähnliches hatte vor einigen Jahren ja auch Google schon herausgefunden mit Hilfe seiner Aristoteles-Studie, wo sie ja damals verglichen, was der Unterschied ist zwischen performenden und nicht so performenden Teams, wenn man das so sagen möchte. Und auch hier war es ja die psychologische Sicherheit mit Abstand. Es waren zwar noch viele andere Sachen, aber wie gesagt, die psychologische Sicherheit mit Abstand. Ja, und neben der psychologischen Sicherheit benötigen die Teammitglieder oder das Team auch das Wissen, also fachliches Wissen befähigt ein Team, seine inhaltlichen Ziele zu erreichen, sprich, ja, das Richtige zu tun. Und neben dem fachlichen Wissen müssen die Teammitglieder auch die Methodiken und Praktiken der Zusammenarbeit kennen und vor allen Dingen auch beherrschen können. Ja, die Erfahrung erwächst dann aus der Anwendung dieses Wissens. Und je erfahrener ein Team wird, desto leistungsfähiger wird es dann in der Regel auch. Ja, und wenn Teammitglieder die Werte leben, das heißt aber auch so, ja, Werteverletzungen zu ahnden, zu sanktionieren, anzusprechen, zu thematisieren, dann stärkt das automatisch auch das Fundament der psychologischen Sicherheit im Team. Ja, und die Haltung ist dann im Grunde, ja, das sind die Erfahrungen auf Grundlage der gemeinsam gelebten und gelebten Werte. Zwischen den Zeilen sind jetzt schon ein paar Zusammenhänge angeklungen, insbesondere zwischen den Handlungsfeldern Wissen, Erfahrung, Haltung und Werte. Und deswegen blicken wir da jetzt nochmal im Detail rein. Das ist hier dargestellt durch die verbindenden Linien. Beginnen wir mal mit Wissen und Erfahrung, weil im Handeln verfestigt sich das Wissen und dessen Anwendbarkeit in der Praxis. Das kennt jeder, der schon mal eine neue Fähigkeit erlernt hat, wie beispielsweise Segeln. In der Theorie, also in dem Wissen, klingt das alles nachvollziehbar, wenn da jemand vor mir steht, so ein Segellehrer, und mir erklärt, ja, Markus, also das Segelboot ist so aufgebaut, dann musst du hier dran ziehen. Und auf dem Wasser gelten übrigens folgende Verkehrsregeln, also immer schön vorsichtig fahren. Alles nachvollziehbar. Und draußen auf dem Wasser fühlt es sich dann für mich toll an, wenn sich das Boot erstmals in Bewegung setzt, so ganz ohne Maschinenkraft. Dann sitze ich da in meinem Segelboot und plötzlich kommt ein anderes Segelboot bedrohlich nah. Kann jetzt noch eine Kollision verhindert werden? Oder erst letzte Nacht war hier ein starker Sturm in Hamburg. Aber wie hart am Wind kann ich denn jetzt bedenkenlos fahren, wenn der jetzt plötzlich auf der Hamburger Außenalster aufzieht? Und wie sehr muss ich vielleicht sogar die Segelfläche verkleinern? Diese Fragen beantwortet uns nun mal kein Lehrbuch, denn diese Fragen oder Fähigkeiten dazu lassen sich nur erfahren. Und mit zunehmender Erfahrung ändern sich in der Regel auch Ansprüche und Ziele einer Person. Das heißt, wenn ich dann beispielsweise als Segelschüler von der Hamburger Außenalster auf die Ostsee wechseln möchte, dann ja, werde ich mir neues Wissen aneignen wollen und auch müssen, weil zum einen gelten andere Verkehrsregeln auf der Ostsee und zum anderen gelten da auch ganz andere Bedingungen. Ja, aber mit der richtigen Haltung, die aus Erfahrung erwächst, lässt sich vielleicht irgendwann sogar von mir dann ein Sturm auf hoher See oder auf der Ostsee durchsegeln. Das heißt, ich lerne Segeln, Wissensaufbau, dann sammle ich meine ersten Erfahrungen in meinem ersten Revier. Und durch diese Erfahrung habe ich Blut geleckt, will mehr, muss dann wieder mehr Wissen lernen, weil eben in meinem Zielrevier Ostsee andere Regeln gelten und dann sammle ich wieder dort Erfahrungen. Also so, da haben wir jetzt diese Wechselbeziehung sehr schön dargestellt. Wie sieht das mit den anderen Handlungsfeldern aus?
Ja, auch die Teamkultur verändert sich mit zunehmender Erfahrung. Weil zum einen werden Werte des Teams ernennbar und belebbar und zum anderen verändern ja positive, aber auch negative Erfahrungen die ja, psychologische Sicherheit und die Haltung der Teammitglieder. Wenn ich beispielsweise etwas in einem Teammeeting als Teammitglied gesagt habe und anschließend sagt beispielsweise Holger zu mir: Mann, Markus, bist du ein Blitzmerker, danke, dass du auch so einen geistreichen Beitrag hier geleistet hast. Dann werde ich mir das nächste Mal ganz genau überlegen, ob ich noch was sage, wenn Holger hier im Raum ist. Ja, und Teammitglieder oder Teams, denen sowas gelingt wie Lösungsorientierung, das Streben nach kontinuierlicher Verbesserung, ja, voneinander und miteinander lernen und somit echte Zusammenarbeit. Teams, denen das gelingt, die können sich selber eine gute Haltungsnote geben. Ja, und zu guter Letzt, je mehr es den Teammitgliedern dann gelingt, die Werte des Teams zu verinnerlichen oder ja, zu verinnerlichen und zu leben, was heißt, ja, man sieht es dann auch in der Haltung, desto mehr treten diese Werte dann ja auch in ihrem Denken und Handeln zutage, also in ihrer Haltung. So, das war jetzt, gebe ich zu, eine ziemliche Druckbetankung und ziemlich viel Theorie. Deswegen, ich stelle mir ehrlich gesagt die Frage, wie kann ich das alles denn jetzt anwenden? Ja, im Sinne einer nachhaltigen Teamentwicklung stellt sich so ein Teamcoach immer diese zwei Fragen und das immer wieder und wiederholt. Die erste Frage lautet, was braucht mein Team als nächstes? Und die zweite Frage, was muss ich als Teamcoach dafür wissen und können? Schauen wir uns zunächst mal die erste Frage an. Was braucht mein Team als nächstes? Einfach gestellt, schwer beantwortet, denn es gibt ja eine unendliche Anzahl an Möglichkeiten, was mein Team brauchen könnte und was ich dann auch noch tun könnte, um das, was mein Team vermeintlich braucht, zu erreichen. Um Teamcoaches diesen Zugang zu der Frage zu erleichtern, haben wir uns 12 Teampersonas überlegt. Also wir haben dieses Persona-Konzept einmal auf Teams übertragen und diese 12 Teampersonas sollen tatsächlich dabei helfen, den nächsten geeigneten Entwicklungsschritt für das Team zu finden. Eine dieser Teampersonas wollen wir jetzt mal vorstellen und in der Folge dann auch das Modell darauf anwenden. Vorhang auf für die Murmeltiere. Die Klausen KG hat ihren Sitz in einer ländlichen Region Oberbayerns. Das familiengeführte Unternehmen entwickelt und vertreibt Elektromotoren mit intelligenter Steuerelektronik für die Automobilindustrie. Hardware- und Softwareentwicklung sind eng miteinander verzahnt. Dementsprechend ist die Produktentwicklung durch teamübergreifende Arbeitsweisen geprägt. Das Team Murmeltiere verantwortet die Hardwareentwicklung für den Elektromotor EBM 42. Dieser Motor wird in vielen Fahrzeugen verbaut und dementsprechend in großen Stückzahlen hergestellt. Das Produkt ist die Cash-Cow des Unternehmens. Es ist fachlich ausgereift und wird kaum noch weiterentwickelt. Seit 2 Wochen ist Lennart der neue Teamcoach der Murmeltiere. Der Teamname beruht übrigens auf der Entscheidung, dass sich alle Produktentwicklungsteams nach einer Spezies aus der Tierwelt Oberbayerns benennen sollen. Bei der Arbeit mit den Murmeltieren stellt Lennart schnell fest, dass sich jeder Tag irgendwie gleich anfühlt. Die Arbeitsweisen sind ritualisiert und werden nicht mehr in Frage gestellt. Das ist durchaus hilfreich, solange die Rituale die gewünschte Wirkung erzielen. So werden beispielsweise Anfragen der Serviceabteilung stets bevorzugt behandelt. Die meisten Anfragen von Kunden kann die Serviceabteilung eigenständig bearbeiten, weil sie über die Jahre eine beachtliche Wissensdatenbank aufgebaut hat. Ab und zu gibt es jedoch Spezialfälle, bei denen das Entwicklungsteam eingeschaltet werden muss. Da Kundenorientierung einen hohen Stellenwert einnimmt, lassen die Murmeltiere in solchen Fällen buchstäblich alles stehen und liegen, um sich der Anfrage zu widmen. Das läuft so professionell ab wie ein Boxenstopp in einem Formel-1-Rennen. Lennart ist nachhaltig beeindruckt von diesen Momenten höchster Konzentration. Weniger beeindruckt ist er hingegen von den zweiwöchentlichen Joe Fixes. Diese Team-Meetings dienten ursprünglich der kontinuierlichen Verbesserung im Team. Das hat ihm Ludwig, ein altgedienter Motorenexperte, unlängst erklärt. Die Joe Fixes, die Lennart bisher mit dem Team erleben durfte, hatten jedoch noch keine Verbesserungen gebracht. Es wird nicht einmal über mögliche Verbesserungen gesprochen. Jedes Teammitglied erzählt von den aus seiner Sicht bemerkenswerten Ereignissen der vergangenen 2 Wochen. Oft wiederholen sich diese Erzählungen. Zum Schluss berichtet Ludwig von seinen regelmäßigen Treffen mit dem Leiter der Softwareentwicklung und dann ist das Meeting zu Ende. Beim nächsten Joe Fix ermuntert Lennart sein Team, den Fokus auf die Verbesserung in der Zusammenarbeit zu legen.
Er ist froh, als sein Vorschlag wohlwollend aufgenommen wird. Tatsächlich entwickelt sich das Meeting in die gewünschte Richtung. Missstände werden benannt und Maßnahmen zur Verbesserung beschlossen. Lennart ist zufrieden. Als er im nächsten Joe Fix nach dem Status der beschlossenen Maßnahmen fragt, blickt Lennart in erstaunte Gesichter. Ach, hätten wir das sofort tun sollen? Auf die Frage, wer für die Maßnahmen verantwortlich ist, heißt es, ja, wir alle natürlich. Im darauffolgenden Joe Fix ist immer noch keine der Maßnahmen abgeschlossen, geschweige denn begonnen worden. Lennart ist echt unzufrieden. Und dann fragt ihn das Team nach dem Messetermin. Ah, stimmt, den wollte ich in Erfahrung bringen, schießt es Lennart in den Kopf. Er übergibt die Moderation des Joe Fix an Ludwig und stürmt aus dem Raum. Als er zurückkehrt, hat Lennart das Gefühl, als hätte jemand die Uhr um 4 Wochen zurückgedreht. Das Team sitzt in gemütlicher Runde beisammen und jeder erzählt seine Geschichte der vergangenen 2 Wochen. Von Verbesserungsideen und Maßnahmen ist hier nicht mehr die Rede. Hallo Lennart, hast du den Messetermin in Erfahrung bringen können? Fragt Ludwig. Ja, hat er. Der Termin wird zur Kenntnis genommen und kurz darauf erklärt Ludwig den Joe Fix für beendet. Ja, dann schauen wir uns doch jetzt mal an, wie das Modell für nachhaltige Teamentwicklung in der Praxis angewendet werden kann. Das Modell kann mit Hilfe von 5 sogenannten Arbeitsschritten im Leitfaden angewendet werden. Und das weiß glücklicherweise auch Lennart, der Teamcoach der Murmeltiere, mit dem wir heute hier zusammen durch diese 5 Schritte gehen, um sie euch näher bringen zu können. Beginnen wir mal logischerweise, wie es in einem Regelkreis ist, ganz oben, und zwar mit Störung umgehen. Ja, was ist eine Störung überhaupt? Eine Störung wird in der Regel durch das Verhalten, ja, oder durch Entscheidung einzelner Teammitglieder oder auch Personen aus dem Umfeld des Teams hervorgerufen. Durch eine Störung können die Teammitglieder innerlich derartig beschäftigt und abgelenkt sein, dass sie für die Impulse des Teamcoaches, in dem Fall Lennart, nicht mehr richtig zugänglich sind. Somit steht eine Störung in der Regel einer nachhaltigen Teamentwicklung im Wege und muss daher unbedingt vorrangig behandelt werden. Beispiele für solche Störungen können sein, organisatorische Veränderungen, durch die die ganze Teamstruktur in Frage gestellt wird, irgendwelche personelle Konsequenzen, um 2 krasse Beispiele zu nennen, aber auch ausgegrenzte Teammitglieder, die keinen Anschluss im Team finden, weil sie beispielsweise immer auf irgendwelche mahnenden oder Risiken hinweisen und das nicht so gerne gesehen ist von den Teammitgliedern. Aber auch Konflikte könnten Störungen in der Teamentwicklung sein. Wenn wir jetzt solche Situationen und Beispiele mal reflektieren mit der Geschichte von Lennart und den Murmeltieren, die wir gerade gehört haben, dann werden wir dort keine derartige Störung glücklicherweise feststellen. Und ähnlich erging es dann auch Lennart als Teamcoach, sodass er sich danach dem zweiten Arbeitsschritt gewidmet hat, nämlich dem nächsten Entwicklungsschritt festzulegen für sein Team. In diesem Arbeitsschritt geht es jetzt darum, eine konkrete oder eine beobachtbare Verhaltensänderung zu formulieren, die bei den Teammitgliedern feststellbar ist, wenn eben dieser Entwicklungsschritt erreicht wurde. Es geht also, Achtung, Verwechslungsgefahr, nicht darum, eine Maßnahme zu definieren im Sinne von, ja, dann führen wir eine Retrospektive durch, Einzelgespräche, machen einen Workshop, wie auch immer. Es geht wirklich darum, was soll anders sein, wenn dieser Entwicklungsschritt erreicht ist? Wie verhalten sich die Teammitglieder anders? Was kann Lennart beobachten? Und dafür bin ich jetzt gespannt, was Lennart denn so getrieben hat. Also, was hat er denn entwickelt, Holger? Lennart grübelt lange darüber nach, warum sein Team so schnell wieder in die alten Rituale verfallen ist. Das Team ist erfahren und verfügt über das nötige Wissen, befindet sich aber in einer Dauerschleife der Wirkungslosigkeit. Um da wieder herauszukommen, will Lennart das Team dabei unterstützen, wieder einen Sinn in den Ritualen zu sehen. Dann, so hofft Lennart, wird auch ein Joe Fix wieder zielgerichtet und effektiv sein. Okay, es geht jetzt also für Lennart darum, dafür zu sorgen, beobachtbarer nächster Entwicklungsschritt quasi, dass das Joe Fix wieder mit Sinn aufgeladen wird, effektiv ist und dass die Teammitglieder einen Sinn in diesem Ritual sehen. Aha, okay. Das heißt, er kann sich jetzt dem nächsten Arbeitsschritt widmen, nämlich die Handlungsfelder zu bestimmen. Jetzt geht es nämlich darum, zu überlegen, in welchen Handlungsfeldern muss das Team dann jetzt weiterentwickelt werden, damit es den zuvor festgelegten Entwicklungsschritt erreicht werden kann oder erreichen kann vielmehr. Dafür hilft es in der Regel, die Frage einfach mal umzudrehen und umzuformulieren, nämlich an welchen Handlungsfeldern liegt es denn jetzt aktuell, dass die Teammitglieder sich noch nicht wie gewünscht verhalten? Also warum sehen die denn jetzt keinen Sinn in diesem Teammeeting oder Joe Fix, wie es ja genannt wurde in der Geschichte gerade? Und dann ergeben sich automatisch spannende Fragen wie, fehlt es an psychologischer Sicherheit? Also sobald Lennart als Teamcoach der Murmeltiere den Raum verlässt, fühlen sich die Teammitglieder nicht mehr sicher und
Beenden das Meeting viel lieber. Oder fehlt Ihnen Erfahrung, weil das Meeting noch nicht oft genug zelebriert und gelebt wurde und noch nicht eingeübt wurde? Oder fehlt Ihnen die Haltung dafür? Fehlt Ihnen Wissen? Wissen Sie nicht, wie Sie dann vorgehen können, weil es immer Lennart ist, der das Meeting moderiert? Viele Fragen. Schauen wir doch mal, wie Lennart vorgeht. Ja, Lennart führt sich noch einmal vor Augen, dass Wissen und Erfahrung bei den Murmeltieren gut ausgeprägt sind. Leider gelingt es dem Team nicht mehr, seinen Erfahrungsschatz zu nutzen, um den eigenen Wirkungsgrad zu erhöhen. Das Team tritt auf der Stelle. Es fehlt die Haltung, sich kontinuierlich weiterentwickeln zu wollen und jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Jetzt, da Lennart sowohl den nächsten Entwicklungsschritt als auch das Handlungsfeld kennt, fällt es ihm leicht, geeignete Maßnahmen zu entwickeln. Genau, wir sehen jetzt hier nochmal verortet in der Grafik, in der Folie quasi, dass es eben darum geht, an der Haltung der Teammitglieder, was die kontinuierliche Verbesserung angeht, zu arbeiten, weil beispielsweise dargestellt durch die Haken in der Grafik Wissen und Erfahrung auf jeden Fall vorhanden sind. So, und im vierten Arbeitsschritt des Leitfadens für nachhaltige Teamentwicklung geht es jetzt darum, konkrete Maßnahmen zu planen und umzusetzen, um das Team in den zuvor bestimmten Handlungsfeldern weiterzuentwickeln. So, das heißt, jetzt geht es wirklich mal darum zu überlegen, hilft schon eine Retrospektive? Sollte ich Einzelgespräche führen, um das Team in den Handlungsfeldern weiterzuentwickeln? Fehlen jetzt Methodiken? Also sollte ich vielleicht ein Seminar geben oder sollte ich das mit Ihnen zusammen erarbeiten oder wie auch immer? Und daraus kann sich dann ein bunter Blumenstrauß an Maßnahmen ergeben, der, Achtung, dann auch noch pro Team unterschiedlich sein kann, denn jedes Team ist anders. Schauen wir mal, was Lennart dazu eingefallen ist. Lennart konzentriert sich zunächst auf die Moderation und Gestaltung der Teamtermine. Indem er für Abwechslung in der Gestaltung der Meetings sorgt, fördert Lennart die nötige Aufmerksamkeit und aktive Mitarbeit. Beschlossene Maßnahmen werden fortan für alle Teammitglieder transparent im Teamraum sichtbar gemacht. Außerdem fordert Lennart konsequent die Umsetzung der gemeinsam beschlossenen Maßnahmen ein. Als sich die ersten Erfolge einstellen, ist das Team wieder motiviert und beschließt, der Umsetzung der Maßnahmen zukünftig mehr Beachtung zu schenken. Das klingt doch gut. Und abschließend geht es, wie häufig in solchen Regelkreisen, dann darum, ja, die Wirksamkeit der Maßnahmen zu reflektieren. Sprich, konnte der geplante oder der festgelegte Entwicklungsschritt, konnte der erreicht werden? In dem Fall, haben wir in der Geschichte ja gerade gehört, war das der Fall. Aber möglicherweise, wenn ihr das für euer Team anwendet, ist das nicht der Fall. Und dann geht es zu überlegen, waren das die falschen Handlungsfelder, die ich bestimmt habe? Haben die Maßnahmen nicht geholfen, um das Team in diesen Handlungsfeldern weiterzuentwickeln? Oder haben sich irgendwelche anderen Variablen, will ich das mal nennen, geändert, sodass es vielleicht sinnvoller wäre, sogar einen ganz anderen Entwicklungsschritt festzulegen? Alles das kann sein. Und neben der Reflexion der Wirksamkeit geht es dann auch darum, seine eigene Haltung als Teamcoach zu reflektieren. Weil das heißt, dass ich auch sukzessive mit Entwicklung des Teams genau eben den Teammitgliedern mehr Verantwortung übertrage. Weil beispielsweise kann es ja nicht irgendwie in meinem Sinne sein, dass wenn wir jetzt ein Jahr oder ein paar Monate, ein Jahr zusammenarbeiten, Scrum Master oder Teamcoach und Team, dass dann dauerhafte Teamcoach zum Beispiel das Daily Stand-Up moderiert. Sondern es sollte, damit sich das Team auch weiterentwickeln kann, weil die Weiterentwicklung des Teamcoaches und die des Teams eng zusammenhängt, sollte es auch darum gehen, dem Team mehr Verantwortung zu übertragen. Deswegen gilt es immer zu überlegen, kann ich dem Team jetzt mehr Verantwortung übertragen? Kann es da den nächsten Schritt gehen? Bin ich sogar Teil des nächsten Entwicklungsschrittes vielleicht? Und die Reflexion der eigenen Haltung ist eng verbunden mit 8 sogenannter Grundhaltungen, die wir für Teamcoaches aufgestellt haben und die ihr hier sehen könnt. Das heißt, wir sind der Überzeugung, dass ein Teamcoach Folgendes mitbringen sollte oder Folgendes verinnerlichen sollte vielmehr. Nämlich, sei ein Vorbild, lebe das vor, was du einforderst. Bleibe immer neugierig. Handle glaubwürdig, weil ansonsten werden die Teammitglieder das merken. Sei dir deiner Stärken und vor allen Dingen auch Schwächen bewusst. Du musst nicht alles wissen. Du musst nur wissen, wo das Wissen zu finden ist, sage ich gerne. Bleibe immer geduldig, sei empathisch, akzeptiere, dass jedes Team anders ist. Das haben wir ja heute mehr als einmal schon gehört. Und arbeite fokussiert. Man muss sich nicht um alles kümmern und man kann als Teamcoach auch manchmal nicht die ganze Welt retten. Muss ich mir selber hinter die Ohren schreiben. Und ja, wir sind davon überzeugt, Holger und ich, dass Teamcoaches genau diese 8 Grundhaltungen in ihre Haltung überführen sollten, also in ihrem Denken und Handeln zeigen sollten, damit eben die Teammitglieder für ihre Impulse zugänglich sind. Ja, kommen wir zurück zu den 2 Fragen, die sich ein Teamcoach im Sinne der nachhaltigen Teamentwicklung immer wieder stellen sollte. Die erste Frage, was braucht mein Team als nächstes, haben wir uns ja dann gerade ausführlich angeschaut und mit den Arbeitsschritten auch einen Regelkreis gefunden, wie wir uns dieser Frage oder der Beantwortung dieser Frage nähern können. Schauen wir auf die zweite Frage, was muss ich dafür wissen und können?
als Teamcoach. Denn es nützt ja nichts, wenn ich als Teamcoach weiß, was mein Team braucht, ihm aber das nicht bieten kann. Das wäre ärgerlich. Deswegen sollte ich dem Team immer einen Schritt voraus sein, indem ich dafür sorge, dass ich über den passenden Mix aus Wissen, Erfahrung und Haltung verfüge. Ja, Moment mal. Wissen, Erfahrung, Haltung? Genau. Das heißt, dieses Modell ist nicht nur auf die Teams anwendbar, sondern auch auf den Teamcoach. Also er kann über das Modell der Handlungsfelder auch seine kurzfristige Weiterentwicklung ins Auge fassen und steuern. Aber neben dieser kurzfristigen Weiterentwicklung, also diesem Team immer einen Schritt voraus sein, wird auch ein Teamcoach sich ja langfristig Gedanken machen, wo er oder sie hin möchte. Und da gibt es durchaus gute Modelle am Markt. Wir haben hier mal zwei exemplarisch genannt. Es gibt viele andere. Das erste ist das Kompetenzmodell, das wir seinerzeit kennengelernt haben, auch auf einer Konferenz. Ich meine auch auf der Tools for Agile Teams hat Oliver Zilken damals bei Rewe Digital mal das Kompetenzmodell vorgestellt. Wir haben das auch in unserem eigenen gemeinsamen Projekt umgesetzt, haben also die Möglichkeiten und Grenzen des Modells mal aus eigener Erfahrung kennenlernen dürfen. Daneben gibt es die DACH30-Lernpfade. DACH30 ist ein Zusammenschluss von zentraleuropäischen Großkonzernen, die sich die Frage gestellt haben, wie sie eine agilere Organisation werden können. Dazu haben sie verschiedene Rollen definiert und für diese Rollen dann auch Lernpfade. Und eine dieser Rollen, der Team-Facilitator, ist ziemlich nah dran an dem, was wir hier in diesem Zusammenhang Team-Coach nennen. Lohnt sich da mal reinzugucken. Genau, aber egal wie es um die Weiterentwicklung des Teamcoaches steht, eine wichtige Message ist nämlich, bitte gib dabei auf dich selbst Acht, weil wir Teamcoaches, egal ob wir uns Scrum Master, Agile Coaches, Führungskräfte oder Teammitglied schimpfen, wir neigen manchmal in dieser Rolle dazu, uns für alle anderen aufzuopfern. Wir wollen allen möglichen Menschen helfen, ein unglückliches Teammitglied, wir sind da, Prozesse, die nicht laufen, wir sind da, Meetings, die vorzubereiten sind, wir sind da und dementsprechend verlernen oder lernen wir dabei, manchmal auf unsere Teammitglieder mehr zu achten, aber wir verlernen zunehmend, auf uns selber zu achten. Deshalb bitte, gebt auf euch Acht in der Teamentwicklung und auf die Personen, die mit euch zusammen Teamentwicklung betreiben. Denn ein erschöpfter oder ein ausgebrannter Teamcoach hilft niemandem weiter. Ja, dann fassen wir das eben Gehörte nochmal im Schnelldurchlauf zusammen. Nachhaltige Teamentwicklung vollzieht sich in fünf sogenannte Handlungsfelder, die wir heute kennengelernt haben, nämlich psychologische Sicherheit, Wissen, Erfahrung, Haltung und Werte. Und da jedes Team bekanntlich anders ist, da haben wir es wieder, muss der Teamcoach einen geeigneten Weg für sein Team finden, um es sukzessive in diesen fünf Handlungsfeldern weiterzuentwickeln. Und dabei hilft ihm dann glücklicherweise der Leitfaden in fünf Arbeitsschritten. Ja, beginnt mit dem Umgang mit Störungen. Störungen haben immer Vorrang, denn solange eine Störung existiert, wird ein Teamcoach in den meisten Fällen mit seinen Teamentwicklungsideen nicht bis zu seinem Team durchdringen. Gibt es keine Störungen oder sind die gut behandelt worden, dann stellt sich der Teamcoach die Frage, was braucht mein Team als nächstes und legt den nächsten Entwicklungsschritt fest, wohlgemerkt keine Maßnahmen, sondern eine beobachtbare Verhaltensänderung. Dabei helfen diese Teampersonas, von denen wir gerade eine kennengelernt haben, um sich diesem nächsten Entwicklungsschritt nähern zu können. Wenn ich den gefunden habe, dann geht es darum, das Handlungsfeld oder die Handlungsfelder zu bestimmen, in denen das Team zum Erreichen dieses Entwicklungsschritts den nächsten Schub bekommen soll. Auch da helfen wieder die Teampersonas. Und dann geht es schließlich darum, konkrete Maßnahmen zu planen und am Ende auch umzusetzen. Diese Maßnahmen sind immer teamspezifisch, also da gibt es nicht den Werkzeugkasten, der für alle Teams passt, denn wie gesagt, jedes Team ist anders. Und zum Schluss des Regelkreises schauen wir, wie wirksam die Maßnahmen waren, die wir uns überlegt haben, um diesen nächsten Entwicklungsschritt zu erreichen und schauen auch auf die eigene Haltung, weil unsere eigene Haltung förderlich für das Erreichen dieses nächsten Entwicklungsschritts sein kann, aber durchaus auch hinderlich. Und das können wir uns selbst als Teamcoach in der Selbstreflexion überlegen, aber wir sollten auch tunlichst andere um ihre Einschätzung fragen, auch unsere Teams oder unser Team. Ja, das war unsere Ideensammlung zum Thema nachhaltige Teamentwicklung. Wenn ihr das Ganze etwas ausführlicher haben wollt, dann haben wir was für euch. Ab Januar 2022 gibt es im Buchhandel das Buch Jedes Team ist anders. Wer jetzt schon reinlesen möchte, der schaue gerne auf unserer Webseite vorbei und wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und freuen uns auf Fragen. Ja, vielen Dank, ihr zwei. Finde ich sehr spannend. Ja, also auch, wie ihr es ja im Talk schon gesagt habt, ne, man
Man hat Tuckman einmal gehört, einmal angewendet. Gut, mittlerweile bin ich ja selbst nicht mehr im Teamcoaching unterwegs, mache OE eher. Aber da gibt es natürlich auch Teams, und da komme ich auf eine Frage vom Rainer zurück, der dann sagte, naja, das erste agile Team müsste doch eigentlich, was hat er gesagt, das Top-Management sein. Und er sei gespannt, ob euer Ansatz dort dann auch funktionieren würde. Das kommt aufs Top-Management an. Nein, aber tatsächlich, wir fassen den Teambegriff ja sehr offen, und ich würde von einem Top-Management erwarten, dass es ziemlich klare Ziele hat und über die nötigen Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügt, diese dann auch umzusetzen. Und ich habe Unternehmen erlebt, auch in meiner Tätigkeit als Organisationsberater, wo das der Fall war. Also wo eben auch dieses Team diesem Grundsatz sei ein Vorbild gefolgt ist. Und wenn das passiert, dann fällt es eben anderen Teams auch leichter, sich zu trauen, zu einem Team zu werden. Weil um ein Team zu werden, wir haben es ja gemerkt, braucht es diese Grundlage der psychologischen Sicherheit. Ich brauche Öffnung. Das bedeutet eben auch, dass ich auch mal Fehler eingestehe. Das heißt, ich bewege mich auf unsicherem Terrain. Da kann ich so viel Sicherheit von außen geben, wie ich möchte. Trotzdem müssen die Menschen diesen Mut aufbringen, sich zu öffnen. Und ja, wenn das Top-Management sich das traut, dann trauen sich es auch andere. Wenn da oben, ich sage mal jetzt bewusst da oben, in Anführungszeichen, eher so diese Haltung der Unnahbarkeit und der Fehlerfreiheit herrscht, dann ist es manchmal schwierig, von den Teams zu verlangen, dass sie als Team in dem Sinne unserer Definition agieren. Genau, und um das auf den Leitfaden nochmal mit dem letzten Satz zu übertragen, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Störung beispielsweise auftritt, die der Teamcoach dann beheben muss in diesem Management-Team, weil es zum Beispiel anderer Ansicht ist, dass es das ja nicht braucht oder dass da andere Kräfte drauf wirken, ist relativ groß, aus dem Nähkästchen geplaudert. Aber das Modell lässt sich ja auf jedes Team anwenden, egal ob agil oder nicht. Von daher, auch das sollte da funktionieren. Was mich beim Rainer resoniert, ist, versteht sich das Top-Management überhaupt als Team und akzeptieren Sie oder sehen Sie auch, dass Sie Bedarf an einen Teamcoach haben? Ja, also das merke ich bei uns auch. Ja, eigentlich ein Teamcoach, also wir benennen die auch so tatsächlich. Jedes Team hat einen Teamcoach, aber was ist denn ein Team? Ja, und es gibt zum Beispiel auch einen Topkreis bei uns, die haben keinen Teamcoach. Ist das eigentlich gut? Okay, da kann man noch länger drüber diskutieren. Hier ist noch so eine Verständnisfrage, glaube ich, bevor wir, eigentlich sind wir schon zum Schluss. Ich bin etwas erstaunt, schreibt Franziska, dass ihr es Handlungsfelder nennt. Wie ist es denn genau mit den Aspekten Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit? Ein Teil von Haltung oder meint ihr Entwicklungsfelder? Wisst ihr, was ihr meint? Mhm. Ja, es sind Entwicklungsfelder. Also es sind Handlungsfelder aus Sicht des Teamcoaches, weil er eben in diesen Feldern handelt, um das Team zu entwickeln. Ja. Ich hoffe, das löst ist vielleicht, sonst muss man das Fragezeichen im Kopf auf. Aber das ist ein guter Hinweis, vielen Dank. Ja, okay, gut. Wie gesagt, in Anbetracht der Knappe der Zeit. Ich habe jetzt auch nichts weiter gesehen hier an Fragen. Im Chat geht es so ein bisschen munter weiter. Cool, toller Vortrag. Schreibt Rolf. Wer war mal noch dieser Rolf? Haben wir noch nie gehört. Noch nie gehört. Rolf, warte, die 10 Euro sind unterwegs zu dir. Was war nochmal mit der Gitarre? Grüße, Rolf. Ja, also wie gesagt, nächstes Jahr gerne persönlich. Ich höre euch immer sehr gerne sehr zu. Gerne. Und guckt dann auch in euer Buch rein. Und in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, vielen Dank für die Einladung. Bis bald. Bis bald.
So, last but not least begrüßen wir jetzt den Julian und den Heiko. Hallo, ihr zwei. Moin. Hallo aus Berlin. Moin ist gut, genau. Oder später Abend, genau. Aber wie gesagt, je später der Abend, desto illustrer die Gäste. Und ihr bringt ja jetzt mal wieder, wenn ich es richtig verstanden habe, das Thema Papier mit. In dieser digitalen Zeit, wir reden alle nur noch über Meets und... nein? Der Heiko guckt kritisch. Absolut nicht. Okay, ich habe irgendwas mit Karten. Da denke ich doch irgendwie an ausgedruckte. Ach, es sind digitale Karten. Oh, ja. Auf Papier. Oh, okay. Na gut, ich lasse mich drauf ein. Und ich bin ja so ein Papieranhänger. Ja? Vor Corona habe ich immer gesagt, Papierboards, Rules. Ja? Nichts geht über ein Papierboard. Obwohl wir ja Jira als Firma bei Kunden einsetzen. Und seit Corona ist das tot. Und deswegen dachte ich, naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber vielleicht kann ich der Sache trotzdem was abgewinnen. Insofern, haut rein. Herzlichen Dank. Aber ich nehme den Ball trotzdem genauso auf, Heiko, bevor wir uns dann vorstellen. Und, es ging aber genauso los, ne, mit diesen Karten. Die gab es ja dann ja, wie Sand am Meer zum Runterladen. Ne? War das nicht diese Superpowers, Workshop-Superpowers-Karten? Damit ging es los. Ich glaube, im ersten Lockdown ist irgendwie plötzlich alle zu Hause saßen und die ersten Zoom-Meetings und was es sonst alles gab, passierte und natürlich viel Technik schief ging. Ne? Dann ist ja irgendjemand auf die Idee gekommen, dass es ja diese Collaboration Superpower Cards gibt, mit denen man in die Kamera halten kann, um zu zeigen, ich höre gerade nichts oder du bist auf Mute oder sonstiges. Und irgendwie poppten die auf und ich glaube, wir sind da, weiß gar nicht, wer uns da drauf aufmerksam gemacht hat, du, ich, wer auch immer. Ja. Und dann habe ich einfach in einer ruhigen Minute die Dinger mal auf Deutsch übersetzt und PDF daraus gebastelt, dass man sich das selber ausdrucken kann. Das war die Idee am Anfang. Ja. Oh, und dann wurden es ja immer mehr, ne? Ich glaube, ich sehe hier auch gerade die New Community Edition, die kenne ich noch gar nicht. Ja, egal, auf jeden Fall wurden es ja dann immer mehr, ne? Karten und mehrere Dinge. Und wenn man jetzt nicht so, ich sage jetzt mal so grafisch begabt ist oder irgendwie solche... Ich weiß nicht, wie bei TV Total, ne? Aber ich glaube, das wurde jetzt in der Presse so zerrissen. Aber irgendwelche Fähnchen hat, die dann hochkommen und man schnell greifen kann und man die richtige Karte wählt. Sind wir ehrlich, irgendwie ist doch am einfacher, dann Handsignale zu machen und zu sagen, oh, du bist auf Mute oder können dich nicht hören, wie auch immer, anstatt zu einer Karte zu greifen. Ne? Aber dennoch, Heiko, wir haben dann, das weiß ich auch nicht mehr, wie das genau war, aber ist ja egal, diskutiert, können wir das nicht ein bisschen größer und ein bisschen anders denken, dieses Thema mit den Karten? Und warum sind da eigentlich genau die Karten, die ich gerne hätte, nicht drin? Und das vielleicht auch mal so als erste Frage an unser Publikum. Welche Kartensets benutzt ihr denn in eurer Arbeit? Das muss jetzt gar nicht ein Meeting sein, vielleicht auch in Workshops, vielleicht auch bei sonstigen Abstimmungen im Verein, am Parteitag. Wie sind jetzt mit den Abstimmungen? In der Familie. In der Familie, genau. Also schreibt das gerne mal in den Chat, da können wir uns auch ein bisschen inspirieren lassen. Also ich nutze auch zum Beispiel gerne Bilderkarten, also sowas auch auf jeden Fall erlaubt, so Bildkarten, um dann ja kreative Dinge zu tun. Und genau, im Endeffekt haben wir uns eigentlich, also Hand aufs Herz, ich glaube, ich habe meine eigenen Karten noch nie benutzt. Ich habe sie einfach gebaut und der Community irgendwie zur Verfügung gestellt, also was heißt Community, also die ich erreiche und die dann irgendwie weitergereicht wurden und einige haben es halt genutzt, ich selber tatsächlich nie. Aber wir haben uns einfach davon inspirieren lassen und haben dann eben weitergedacht, ne? Also wir sind dann drauf gekommen, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon zu viel sage, diejenigen, die jetzt gerade in den Chat schreiben, also Klassiker wäre in meinem Metier als Agile Coach eben, dass man Planning-Poker-Karten benutzt. Das kenne ich. Ja, das sehe ich jetzt hier noch gar nicht. Ah, doch, wo ich jetzt hier, selbstgestaltete, ja, der Marc, der benutzt die auch. Fotos sind dabei, Ampelfragen, Rot, Gelb, Grün, nein. Na, Elmo natürlich, wobei kann man auch ein Stofftier an die Kamera halten. Ne? Und Rainer meint auch, ne, ist auf jeden Fall so eine Challenge, die richtige Karte im richtigen Moment dann scharf zu stellen. Ne? Mhm. Ja. Planning Poker wurde nicht genannt? Doch, ja. Doch, einmal, vom Marc. Gar nicht so viel. Der Marc nutzt das einmal. Delegation Poker? Der Arne,
Auch nicht. Aber der Arne, der macht das schon richtig technisch. Das ist schon cool, Arne. Ich bin gespannt, was du gleich zu unserer Lösung sagst. Der Arne macht das nämlich mit OBS. Da blendet er verschiedene Sachen. Ja. Auch cool. Ist nur blöd, dass man das dann immer nur selber kann, dass man das dann nicht sagen kann, hey, genau. Und alle Teilnehmenden, hier habt ihr meinen OBS und nutzt es doch. Das ist halt ein bisschen schwierig, ja. Ja, genau. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Heiko. Ne? Irgendwann haben wir gesagt, geht das nicht digi? Also die Dinge, die wir, die Probleme, die wir jetzt kombiniert haben, ne? Also eigene Kartensets, geht das nicht digital und geht das nicht so, dass du das innerhalb von Sekunden an deine Teilnehmerschaft verteilen kannst. Ne? Und da müssen wir dran denken, selbst wenn du so eine ausgedruckte Karte machst, musst du die ja schicken oder die Leute bitten, das auszudrucken und dann hat das vielleicht jeder gemacht oder anders skaliert oder dann doch nur schwarz-weiß. Ne? Ja. Und eben ja, noch kurz vor Meeting anpassen. Man sollte es nicht so machen, wie ich es gerade gemacht habe. Ne? Ich habe gerade noch mal getestet, bevor wir hier reingekommen sind. Und Julian hatte recht, ich habe ein Komma falsch gesetzt und zack, waren alle Karten weg. Ja, das soll vorkommen. Ich mache mal hier meinen geblurrten Hintergrund aus, dann ist es nämlich auch einfacher, ne? Dann zu sehen. Heiko, lass uns doch mal eine Demo machen. Ein Check-In. Klassische Check-In-Frage. Wie geht's dir gerade? Wie geht es mir gerade? Ey, wir nutzen das Wetter-Check-In. Ja, okay, Achtung. Was machen wir hier? Ich mach mal den Regenbogen. So. Ja, der Regenbogen. Da kommt ich jetzt bleib mal im Blur-Modus. Man kann es, glaube ich, trotzdem sehen. Okay. Und, was ist das bei dir? Dein Mann sieht es nicht, Heiko. Es ist geblurrt, siehst du? Ja, aber den Blitz siehst du schon, oder? Na klar. Na gut, dann mache ich den Blur auch mal aus. Und ich wähle mich nochmal hier ein und zeige im Wetter. Oder eigentlich bei Wertschätzung, aber das machen wir, glaube ich, später. Ne? Also ich zeige einfach mal den Regenbogen. Ne? So, genau. Weil ich jetzt froh bin, wir haben ja alle die Aufzeichnung gemacht von dieser Session, aber ich bin einfach froh, dass wir die jetzt live machen. Das ist viel einfacher, außerdem ist es viel cooler. Und dann sehen wir genau die Redeflusskarten. Und warum Gewitter, habe ich, glaube ich, schon erklärt, ne? Weil ich nämlich gerade einen Stromschlag hatte, als ich alle unsere Karten zerschossen habe. Ja, das war. So ist das. Man sollte nicht am offenen Herzen operieren, wenn es gerade losgeht. Bevor wir euch natürlich auch mal einen Link geben, auch wenn es eine absolute Alpha-Version ist und wahrscheinlich ein Server, der zusammenkracht, wenn da 50 Leute drauf sind. Was haben wir gemacht? Also wie ihr schon gesehen habt bei unserem Check-In, haben wir Karten designt und die haben wir relativ einfach designt. Das heißt also, es gibt eine Farbe, die ist vollflächig, es gibt einen kleinen Text, ja, da sind manchmal ein oder zwei Zeilen, klar, je mehr Text, desto kleiner die Schrift. Und es gibt ein Symbol, das ist von diesem Font Awesome Icon Set. Ja, und das sind dann auch irgendwie so drei Schnipsel. Danke, Heiko, dass du das zeigst. Das sind dann quasi so drei Schnipsel, die Heiko in momentan eine JSON-File einbaut. Naja, und so kann tatsächlich dieses Kartenset sehr schnell live sein. Ja. Genau, wollen wir einfach, lass uns vielleicht nochmal kurz zurückspringen und nochmal in die Übersicht gehen, nochmal zeigen, was wir noch so gebaut haben. Sehr gerne. Dann, dann bauen wir vielleicht mit Font Awesome und Colours einfach nochmal das ein neues Set. Okay, genau, ihr seht, und das ist schon mal ganz wichtig, das ist ein Link, den bekommt ihr auch gleich und ich habe das bei mir auf dem Handy, das wäre so die klassische Version, wenn deine Teilnehmenden auch vom Rechner sind oder auch in einem Raum sind, ja, und Heiko, du zeigst es einfach nur aus Demo-Zwecken jetzt einfach mal hier im Vollbildmodus auf deinem Browser, aber auch das wäre natürlich möglich, das dann so als Moderator oder im Screensharing-Modus mit den Teilnehmenden genau. Noch einzublenden. Das ist dasselbe. Cool. Also wir haben noch haben wir? Keine App gebaut, sondern es ist eine Web-App, die sich einfach aufrufen lässt, macht es halt einfacher wiederum auf jeglichen Systemen. Wir hatten gerade schon die Diskussion Android oder iOS. Braucht man sich zumindest keine Gedanken drüber machen. Ja. Genau, was hatten wir? Wetter haben wir gezeigt. Anderer Klassiker zum Check-In wäre Emojis. Wie geht's dir gerade? Ich springe nochmal zurück in der Zeit und sage, als das mir gerade passierte, war es eher so. Willst du denn mal nicht immer in deinen Browser mal reinklicken? Dann kann man das nicht sehen. Ja, mach ich.
Cool. Ah ja, das ist das super. Genau. Cool. Ja. Schön, es lässt sich halt beliebig erweitern und noch weitere Emotionen mit dazu packen. Mhm. Zumindest mit den Emojis, die Font Awesome in der Free-Version zur Verfügung stellt. Mhm. Tanja, den Link, ich habe nur eine Frage im Chat gesehen. Ne? Also es ist tatsächlich keine App, es ist eine Web-App, also quasi eine Webseite, und den Link zumindest zu unserer Alpha-Version, wirklich eine reine Testversion, die bekommt ihr dann auch gleich. Und Font Awesome, danke Arne, das ist quasi das das Symbol-Set, was wir benutzen, in der auch kostenfreien Version. Ne? Gibt es kostenfrei, und auch, wenn man andere Farben haben will, dann muss man dafür zahlen. Genau. Also hier zum Beispiel die Emojis, aus denen wir uns eben bedient haben. Mhm. Cool. Was gibt's noch, Heiko? Gut, gehen wir mal zurück. Was haben wir noch gebaut? Wir haben ja schon drüber Ampelabstimmung hatte jemand in den Chat geschrieben, glaube ich. Ne? Mhm. Du zeigst es auf deinem Handy und ich suche es hier mal. Ach ja, ist das erste. Sehr gerne, genau. Mhm. Das einfachste Set quasi, was es gibt. Einfach nur Rot, Gelb, Grün. Und Abstimmung, glaube ich, ne? Abstimmung. Ich will aber nochmal sagen, das hattest du, glaube ich, in der Aufzeichnung gesagt, ne? Also wirkt natürlich auch, wenn du jetzt mehrere Teilnehmende hast, ne? Entweder online, dann sind wir alle in den Kacheln, oder natürlich auch im Raum, ne? Also wenn du das jetzt mit einem Publikum von 500 Menschen machst, ne? Und einfach sagst, okay, haltet hier, ne? Sonst werden ja immer aufwendig Karten ausgegeben, ne? Dass man sagt, hier, Handy raus, ne? Und kurz hochhalten, dann geht das ein bisschen nachhaltiger wahrscheinlich. Siehst du, jetzt bin ich gerade rausgeflogen hier. Mhm. Also keine Sorge. Okay, bin wieder da. Ja. Genau, Ampelabstimmung, simple Abstimmung. Was haben wir da gemacht? Genau, das haben wir einfach nochmal ein bisschen variiert, wenn das mit den Pfeilen, vielleicht braucht es noch ein bisschen was anderes. Gehe ich mit, gehe ich nicht mit, habe ich Fragen, bevor ich eine Entscheidung treffen kann. Mhm. Das wäre jetzt die simple Abstimmung. Wir hätten ja darüber gesprochen, Planning Poker. Ja. Ich meine, könnte man jetzt fragen, warum muss man Planning Poker nachbauen? vielleicht hat irgendjemand mal keine Lust auf Fibonacci-Reihe und passt die dann etwas an. Oder, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne zumindest ein Berliner Unternehmen, die sind auf die glorreiche Idee gekommen, eben nicht nur Planning Poker mit dem Dev-Team zu spielen, sondern auch Value Poker mit den Stakeholdern, mit den Auftraggebern, mit den Nutzern, eben herauszufinden, was sie wirklich wertschätzen. Und dazu benutzt man natürlich nicht die normalen Planning-Poker-Karten mit den kleinen Zahlen, sondern nimmt eben entsprechend größere Zahlen. Und das jedes Mal, also man kann die, glaube ich, bestellen bei dieser Firma Value-Poker-Karten. Da sind es, glaube ich, irgendwie sogar 500 und 1000 geht das Ganze los. Oder aber man bastelt sich halt einfach schnell selbst. Das haben wir jetzt halt gemacht. Absolut. Und dann kann man auch so Sachen ändern, lieber Olaf, ne? Kann man genauso Sachen ändern, wenn man sagt, Moment, warum ist da der Pfeil bei Rot nach oben und der Pfeil von Grün nach unten? Sollte das nicht andersrum sein? Ne? Oder Rainer, natürlich kannst du dann auch die Farben so anpassen, dass du sagst, komm, ich nehme nur Schwarz-Weiß oder ich nutze, ich glaube, da gibt es auch so eine Seite, ne, wo ich auch genau die Farben wählen kann, die dann auch für die Personen, die eine Rot-Grün oder andere Farbsehschwächen haben. Ich habe vor ein paar Jahren mal für ein Team Visitenkarten drucken lassen, um Planning Poker mit T-Shirt-Größen zu spielen. Hätte ich mir jetzt, glaube ich, sparen können, sondern hätte ich jetzt quasi diesen Link verteilen können und sagen, lass uns doch damit schützen. Ja. Was meinst du, Heiko? Sollen wir, bevor wir jetzt alles vorstellen, wollt ihr mal selber ein bisschen drauf rumklicken? Ja, mach mal. Hast du es griffbereit? Ja, ne? Du bist im Chat? Ich habe es griffbereit. Ich bin im Chat und wie gesagt, also das wäre jetzt die absolute Alpha-Version. Ihr bekommt jetzt im Chat, ich weiß gar nicht, wie lange dieser Chat-In, Hop-In, wahrscheinlich ist der über alle Sessions hinweg für immer und ewig auf Hop-In gespeichert, aber egal. Da könnt ihr gerne mal reinklicken. Ihr könnt es aber auch eingeben, wenn ihr wollt. Also es ist letztendlich bit.ly, also bit.ly, und dann mit einem Slash
und dann Signal Cards. Ja, also wir haben das Projekt und die Karten Signal Cards genannt. Und da wird es dann auch eine Domain geben. Ja, ich wollte schon sagen, ihr spannt uns so auf die Folter. Ich wollte die ganze Zeit mit euch Stein, Schere, Papier spielen. Aber nicht länger. Ich kann ja nicht, ihr verratet den Link nicht. Genau, ich habe ja keine Hände mehr. Jetzt hast du ihn. Jetzt habe ich ihn und ich habe schon geöffnet, Stein, Schere, Papier. Stein, Schere, Papier, okay, aber die Plus-Variante, oder? Damit wir Exos auch dabei haben. Okay, genau, ihr kennt das Känguru, mit oder ohne Brunnen. Ja, also ohne Brunnen, nur die hier gehen. Okay, also du wählst eins und auf drei zeigen wir es in die Kamera. Und Spock und Echse kenne ich nicht. Das ist natürlich belastend. Aha. Okay, das kennst du wirklich nicht? Nein. Okay, also die Echse ist das Papier und die Echse vergiftet auch den Spock, aber der Spock verdampft den Stein. Das erkläre ich dir einfach nach der Session mal. Ja, okay. Okay, also wenn ihr den Link eingegeben habt oder im Chat rausgeangelt habt, habt ihr den jetzt wahrscheinlich erstmal auf eurem Desktop offen. Also nutzt gerne nochmal die Zeit, das zu übertragen auf euer Handy. Könnt ihr dann mit AirDrop machen, wenn ihr ein iOS-Gerät habt. Und ihr könnt es händisch machen, genau, wenn ihr ein Android-Gerät habt. Und die Sache ist die, klickt euch mal ein bisschen durch. Ich möchte euch zwei Tipps geben noch zur Navigation. Wenn ihr auf der Hauptseite seid, könnt ihr natürlich jedes Kartenset anklicken. Ja. Ihr könnt dann jede Karte anklicken. Ja. Und wenn ihr auf der Kartenebene sozusagen seid, ja, dann könnt ihr auch einfach nach links und rechts swipen sozusagen, um die nächste Karte dann zu aktivieren. Ne. Wenn ihr das X oben rechts drückt, dann kommt ihr zur Übersicht aller Karten des Kartensets. Und wenn ihr dann nochmal das X oben rechts drückt, dann kommt ihr natürlich wieder zur Kartenübersicht. Also es gibt wirklich nur so drei Ebenen sozusagen. Ne? Alternativ wäre noch nach unten swipen, da kommt man quasi alternativ zum X, falls das X mal nicht zu sehen ist. Mhm. Wenn man in einer Karte drauf ist, dann nach unten swipen. Kommt man auch zurück. Cool. Und jetzt guckt euch das erstmal, wir versuchen, was meinst du, Heiko, mal 2 Minuten ruhig zu sein? Dann könnt ihr euch das in Ruhe angucken. Es ist doch sehr klein. Du bist so weit von der Kamera. Ja. Guck mal da. Jetzt ist aber unscharf. Jetzt ist unscharf. Ne? Ja, das ist auch eine Umgebung. Ne? Ey, mach mal lauter, steht da. Mach mal lauter. Sehr schön. Okay, guck dich das Kartenset gern mal an. Und dann erzählen wir noch ein bisschen was, wie man das dann verändern kann und in Echtzeit ergänzen kann. Ja, ist doch schon sehr intuitiv. Muss ich mich jetzt vorbereiten, ne? Sehr intuitiv verwendbar. Und ich muss sagen, ich habe ja vorhin so traurig wegen Papier, aber das ist schon nachhaltiger. Und ich habe mein Handy immer dabei. Mhm. Ja. Siehst du? Und deine Teilnehmenden wahrscheinlich auch. Ne? Also zumindest ist es zum Prototyping halt ganz schön. Ne? Einfach mal schnell was ausprobieren, wieder verändern. Wenn es dann tatsächlich irgendwie man feststellt, hey, das ist ein Kartenset, das kann ich andauernd verwenden, dann kann man es natürlich nochmal schön designen lassen und drucken lassen und mit Logo und an die Kunden verschicken. Klar geht das. Aber bis dahin. Ja, lass uns noch eine Dreiviertelminute sein, so 45 Sekunden innehalten, damit unsere Zuhörenden auch mal ausprobieren, ein bisschen klicken können. Das geht auch auf einem Tablet. Bitte nicht an dem Poll-Meeting stören. Das war genau die erste Idee, wie könnte man quasi diese Q-Moderationskarten mal schnell verändern. Und da kam halt die Idee raus, vielleicht einfach die Texte ein wenig zu verändern. Mhm. Ja, wer will, darf natürlich auch gerne ein Emoji oder eine Reaktion in den Chat schreiben. Dann wissen wir ungefähr, was ihr gerade macht. Und Heiko, du hast immer die Geschichte mal erzählt mit dem Delegation Poker, ne? Was, wo ihr mal diskutiert habt, braucht es da nicht noch irgendeinen anderen Schritt zwischendrin? Ne? Wie war das? Und soll man daraus eine Demo machen? Okay. Ich guck mal kurz in Delegation Poker rein und zeig das einfach mal im Screensharing. Das ist quasi jetzt das Original. Also,
das nachgemachte Original aus Management 3.0. Jürgen Appello, das geht halt wie folgt. Das 1 wäre, ich verkünde meine Entscheidung, bis 7 mach du, ich bin raus. Mhm. Und dazwischen gibt es halt Graustufen. Und ich habe das mal mit einem Abteilungsleiter durchgesprochen und wir hatten uns überlegt, dass er das eben mit seinen Leuten spielt, um eben zu gucken, wer übernimmt wo etwas mehr Verantwortung, wie kann man das eben Ganze aufbauen. Und wir sind darauf gekommen, dass für ihn, für seinen Anwendungsfall, da ein Schritt nicht so ganz passte oder ein Schritt fehlte. Und zwar war das zwischen 6 und 7 oder zwischen 5, 6 und 7. Mhm. Also 5 wäre, also 4 wäre, wir entscheiden gemeinsam. Also ich habe zumindest schon mal in die Mitte gegeben. 5 wäre dann noch, du entscheidest, Julian, ne? Das ist jetzt dein Bier, aber bitte frag mich vorher. Also ich berate dich. Dann du entscheidest und ich frag mal nach, wie du denn entschieden hast. Und 7 interessiert mich nicht, mach mal. Und das, was uns fehlte, war, du entscheidest, aber nachdem du mich gefragt hast und du hältst mich auf dem Laufenden, so war das, genau. Mhm. Du entscheidest und es ist nicht so, du wartest, bis ich mich mal erkundige, sondern du hältst mich schon aktiv auf dem Laufenden, was daraus geworden ist. Also du sagst mir, was du entschieden hast und wartest nicht darauf, dass ich nachfrage. Genau, die Karte gab es einfach nicht. Also klar, wir haben damals mit Papier gearbeitet und haben quasi jetzt einfach durchgestrichen und was Neues drauf geschrieben und das Ganze ein bisschen angepasst. Nur um das dann tatsächlich zu pokern, hätte das eben tatsächlich nicht so gut gepasst. Das heißt, dafür, ja. Soll ich mal ein zweites Set davon anlegen? Genau, gerne. Und ich habe ja so ein paar Fragen schon im Chat auch gesehen. Ne? Klar, also Dialektversion wird gewünscht, das ist ja auch super. Rainer, deine Frage werde ich auf jeden Fall gleich mal an den Heiko weiterreichen, ob man das dann auch auf dem eigenen, Server laufen lassen kann, etc. Also wir haben jetzt erstmal die Version und da sieht das folgendermaßen aus. Heiko geht jetzt live, also in das Backend sozusagen. Das ist jetzt für die, die sich auskennen, einfach eine JSON-Datei. Eben mit diesen Hinweisen, ne? Farbcode, Text und eben diese Font Awesome Symbolname sozusagen. Ja. Und da ergänzt du jetzt ein paar Zeilen oder einen Absatz. Klar muss man die Reihenfolge natürlich auch definieren, in welcher Reihenfolge die Karten gezeigt werden. Und ich glaube, das hast du vorbereitet, ne? Was du jetzt da reinkopierst. Nee, ich hatte was anderes vorbereitet, deswegen mache ich es jetzt wirklich live. Deswegen. Okay, ja, wunderbar. Aber es ist einen kleinen Moment länger. Genau. Aber keine Sorge, es dauert keine 15 Minuten. So viel Zeit haben wir, glaube ich, gar nicht mehr. Also insofern geht es wirklich schneller. Und es ist ja nur eine Karte, die Karte jetzt Heiko ergänzt. Ne? Vergiss nicht das Komma, Heiko, nicht, dass wieder alles kaputt ist. Ne? Ja, genau. Oh, Nein, also Heiko ergänzt jetzt eine Karte. Ich kann vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie wir zu den anderen Kartensets gekommen sind. Klar, haben wir auch ein Brainstorming gemacht und haben dann aber wirklich in so ein paar Sessions eben Farben und Symbole gesucht und den Text. Ihr seht ja auch bei verschiedenen Karten, jetzt gerade beim Delegation Booker fällt das ja auf, da ist noch relativ viel Text. Ne? Da würde es sich vielleicht lohnen, den Text noch mal ein bisschen zu verkürzen. So, jetzt geht Heiko wirklich. Das schaffe ich nicht. Ich brauche jetzt noch ein anderes. Okay. Chance. Ja. Aber du hast, glaube ich, Emoji. Nee, du hast Emoji, den Emoji-Hashtag. Also fehlt da noch drin. Danke. Ah, danke. Da seht ihr, dass ich sonst immer die Icons rausgesucht habe. Das ist ein Speaker. Speaker, oder? Zum Informieren. Scream? Informieren. Ja, klingt auch gut. Volume up. Genau. Also so wird das jetzt funktionieren. Er wird jetzt den Namen da nur eintragen und das dann hochladen und ich kann das dann so instant deployen sozusagen. Und dann seht ihr alle, diese neue Karte oder dieses neue Kartendeck. Also geht bitte schon mal auf die Kartendeckebene ganz nach vorne und da wird dann gleich ein zweites Delegation Poker erscheinen. Ich nehme dieses wunderschöne brombeerfarbene. Ich hoffe, es klappt. Ja, das klappt, ja. Genau, ich glaube, ich sollte alles drin haben. Okay. Dann jetzt bitte mal aktualisieren.
Und Heiko, gleich hier kommt auch schon, natürlich schon die Frage, okay, wie kann man jetzt seine eigenen Karten machen? Ja. Ich aktualisiere jetzt mal und... Oh, jetzt. Einen Moment gedauert. Ah, okay. Es ist da. Ich habe natürlich den Titel nicht angepasst, das mache ich gleich nochmal. Alles aber gut, es ist schon mal da. Die orangefarbenen Delegation-Poker-Karten. Ne? Da könnt ihr jetzt mal reinklicken. Klar, sind es jetzt nicht 7 Stufen, sondern wären es irgendwie 8 Stufen, ja. Und da ist eben eine neue Karte. Welche ist das, Heiko? Du müsstest sie erkennen können. Ich wollte gerade sagen. Mit dem Speaker und der Brombeere. Ja, da ist sie, der Speaker mit der Brombeere. Ja. Die 7 ist es. Ich sehe es. Die 7. Du entscheidest und informierst. Und so haben alle deine Teilnehmer. Die 7 und die 6 nicht andersrum sein müssten, aber das ist jetzt. Ja, genau. Das ist korrekt. Soll ich es nochmal ändern? Alles gut, Heiko, alles gut. Ja. Live-Hacking mit Heiko. Lasst uns mal, also neben dieser kleinen Demo, ne, dass das auch wirklich funktioniert. Wir haben auch schon ein Meetup dazu gemacht. Das ist, ich glaube, es war zur Sommerpause, glaube ich, hin, ne? Hatten wir mal ein paar Teilnehmende eingeladen über ein Meetup und haben gebrainstormt und haben aber auch gefragt, haben ein bisschen was mit dem Muralboard gemacht und geguckt, welche Kartensets wünschen sie sich noch, welche wären ganz gut, denkbar. Und klar, wir kommen jetzt so ein bisschen aus dieser Corporate-Welt, aus dieser Meeting-Welt, ja. So ist ja die Ursprungsidee gewesen. Aber es gab auch viele Ideen, die darüber hinausgehen. Ne? Also, warum kann ich sowas nicht auf Reisen verwenden, ne? Wenn ich eine Nussallergie habe oder wenn ich in einem Land bin, wo ich die Sprache nicht spreche und zum Arzt muss. Oder warum kann ich es genau nicht zur Familiensitzung benutzen oder in der Kita beim Morgenkreis, was auch immer. Ne? Also da gibt es ja viele, 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 viele Ideen und Möglichkeiten, Heiko. Aber vielleicht kommen ja noch ein paar neue Ideen im Chat. Also. Ja, absolut. Ich würde vielleicht gerne noch die Frage beantworten. Also wie geht das jetzt mit den eigenen Karten? Wie haben wir uns das vorgestellt? Und dann können wir ja tatsächlich noch ein paar Fragen, also die Fragen, die ihr noch habt, vielleicht aber auch gerne Kommentare, Feedback, Einsatzgebiete, die ihr jetzt gerade mal denkt oder was euch so durch den Kopf gegangen ist, während ihr diese wirklich Alpha-Version, ne? Also Sandra, du hast den Link ja jetzt, aber nicht wundern, irgendwann wird er dann wahrscheinlich deaktiviert werden in, ich weiß nicht, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres und dann gibt es halt das gleiche System einfach auf der Domain signal.cards. Jetzt aber nochmal zurück zu, wie geht das dann jetzt, Heiko? Also was können wir den Teilnehmenden dann anbieten mit den eigenen Karten? Welche Karten planen wir zu machen? Die jetzt da drin sind, die wird es auch dann genauso geben. Ne? Vielleicht passen wir da nochmal ein paar Tippfehler an und ein paar Farben. Und, genau. Also zum Ersten ist es erstmal so, dass wir damit starten, dass das alles ein Community-Ding ist, was halt von uns für alle zur Verfügung gestellt wird. Ob wir irgendwann mal auf die Idee kommen, daraus ein Geschäftsmodell zu basteln, wird sich dann herausstellen, wenn wir feststellen, es funktioniert tatsächlich und es wird irgendwie angenommen und vielleicht gibt es daraus was. Aber bis jetzt ist es einfach so, okay, jeder, der da Karten dann erstellt, der eine Idee hat, der stellt das auch der Community zur Verfügung. Mhm. Also eine Idee kam, glaube ich, auch aus dem Meetup. Ne? Was könnte so ein Freemium-Modell sein, wenn jemand wirklich unbedingt ein Kartenset nur für sich haben will, das niemand anders nutzen darf, dann vielleicht fällt uns dann was dazu ein. Aber erstmal ist es quasi von allen für alle. Also für alle, wer ja. ein Kartenset dort einbringt, der stellt das der gesamten Community zur Verfügung. Genau. Wie genau? Ja, wir wechseln halt gerade quasi das Backend, also die Plattform. Deswegen, das ist im Moment Alpha, Beta, wie auch immer. Und das wird dann nochmal ein bisschen anders aussehen. Deswegen zeigen wir jetzt auch das Backend gar nicht, was ich da jetzt genau mache. Wenn ihr euch dort eintragt, also wenn ihr Interesse dran habt, Name, E-Mail-Adresse, keine Angst, ihr werdet nicht vollgespammt, sondern da geht es einfach nur darum, dann kriegt ihr eine kurze E-Mail, wenn wir tatsächlich umgezogen sind. Und dann wird es auch dort eine Erklärung, Screenshots oder ein kurzes Video geben, wie das Ganze funktioniert. Was Julian ja schon ein bisschen gesagt hat, ihr müsst auf jeden Fall, also es besteht halt aus wenigen Komponenten. Ein Icon aus Font Awesome bitte selber raussuchen. Der Text solltet ihr euch selber überlegen. Und die Farbe. Da nutzen wir halt zum Beispiel dieses Colours, das ist ganz cool, aber da gibt es ja tausend andere Möglichkeiten, sich schöne Farben zusammenzusuchen und die entsprechend immer durchzuwechseln. Genau. Und
das dann in einem, vielleicht wird es einfach eine E-Mail, eine strukturierte E-Mail, vielleicht wird es ein Formular irgendwann geben. Da genau. Sind wir noch dabei. Das gibt es dann als Erklärung. Richtig. Ne? Und das, die Idee ist dann, dass die Community Dinge einreichen kann. Also ihr könnt dann Dinge einreichen und wir würden die dann nach und nach deployen sozusagen, ne? und für alle dann zugänglich machen. Ne? Das heißt also, im ersten Schritt gibt es jetzt keine individuellen Links, die nur für euch und eure Zielgruppe verfügbar ist, sondern die würden dann in dem Moment, in dem wir sagen, ja, wir haben wieder ein neues Kartenset, vielen Dank. Ich sage jetzt mal, ne, vielen Dank, liebe Tanja, du hast ein Kartenset eingereicht, das ist jetzt für die Welt verfügbar. Ne? Ja. Genau. Stimmt, und insofern ist das Werteversprechen, in 15 Minuten ein neues Kartenset zu bauen, im ersten Schritt wahrscheinlich noch nicht haltbar, weil es erstmal per E-Mail an uns, wir müssen Zeit haben, das einzubauen. Also bitte nicht 15 Minuten vor eurem Workshop eine E-Mail an uns schreiben, hey, ich brauche ein Kartenset. Irgendwann, also wenn ihr es toll findet oder wenn es genügend Leute toll finden, dann wird es wahrscheinlich eben die Möglichkeit geben, ja, das selbst einzupflegen. Im Moment ist es noch ein bisschen gefrickelt. Ja. Und, ja, ich habe mich natürlich schon gleich eingetragen, ne? Und ich habe auch direkt zum Beispiel was. Ja, super. Für mich fehlt das, die, also wir machen ja sehr viel auf kollegiale Führung, da erzählen wir ja morgen noch was drüber. Und Widerstandsmessung fehlt für mich. Also okay, das ist ja, cool, was ich direkt eintragen oder einreichen werde bei euch. Ja. Das klingt gut, ja. Das klingt sehr, sehr gut. Ich kann ja hier schon mal nochmal ein paar Dinge, so die genannt wurden. Es gibt ja scheinbar diese Point-to-Bücher mit einfach auch Gegenständen und Dingen, ne? Also wenn man in einem Land ist, wo man die Sprache gar nicht spricht, ne, dass du vielleicht auch Alltagsgegenstände oder Lebensmittel oder sowas da drauf hast, ne? Unterschiedliche Tools, genau, Entscheidungsverfahren, ja, Diskkarten habe ich hier auch mal gesehen, dass sich die Teilnehmenden das wünschen, ne? Genau, Wertschätzungskarten haben wir ja schon mal so ein bisschen drin. Hier gerade noch mal so ein bisschen über die Liste, Heiko, was so in unserem Optionenliste so drin ist. Ne? Klar, Feedback in jeglicher Couleur, da gibt es ja ganz arg viele Möglichkeiten. Oder den Meeting Spicer, genau, ich glaube von dem DOF-Zahl, genau. Ja, ich gucke so ein bisschen im Chat. Also Dunja, wenn du möchtest, kannst du dich sehr gerne auf, genau, danke Joachim für das Posten auf signal.cards eintragen und dann bekommst du, zumindest wenn wir live sind auf der Domain, eine kurze Info und da ist dann alles andere beschrieben. Ja. Was meinst du, Heiko? Genau, das ist noch eine Besonderheit, also wir noch eher am Experimentieren, ne? Karten ohne Text. Ja, das sind die Storycards. Ihr kennt vielleicht die Story Dices? Ja, Story Cubes, genau. Cubes. Ja. Danke. Wenn man die gerade nicht griffbereit hat, dann kann man halt auch die Karten nehmen. Und zum Beispiel, wenn ihr jetzt gar nicht unbedingt im digitalen Modus, sondern stellt euch vor, ihr seid in einem Workshop und wollt ein bisschen Improvisationstheater spielen und fünf Leute von euch halten quasi random diese Symbole hoch und jemand, oder ihr sollt daraus eine Geschichte bauen oder das eben entsprechend in die Geschichte einbauen. Eine Möglichkeit. Soll ich? Ich habe ja vorhin noch was anderes vorbereitet. Ich baue das jetzt gerade nochmal. Das wäre ja quasi nicht, also nicht Widerstand, sondern eher Decision Poker. Okay, also okay. Wer trifft die Entscheidung? Das wäre etwas. Ja, super. Und ich gucke noch ein bisschen, weil wir haben jetzt noch so fünf Minuten. Ja, mach mal. Und damit, genau, ich gucke so ein bisschen, was im Chat noch so los ist. Genau, da gibt es schon mal ein paar Kudos. Ralf findet das genial. Dunja sagt auch super. Und Olaf, ich hatte gerade nochmal den Link zu dieser Webseiten, also zu diesem harmonischen Farbauswahl. Funktioniert ganz gut. Ja. Ja, Matthias, vielen Dank. Ja. Heiko sieht jetzt den Chat nicht, deshalb lese ich das einfach mal vor. Ne? Matthias sagt, coole Typen. Ne? Dank euch. Ja. Und da freuen wir uns, dass wir Wert generieren können. Ne? Ja. Sollte jetzt ein neues Set geben, Decision Poker, genau. Ja. Okay, Decision Poker. Guckt da nochmal rein, das ist nochmal so zum Abschluss. Und wenn ihr noch eine Frage habt, könnt ihr die natürlich im Chat posten. Ich gucke,
Decision Poker. Zack. Einmal neu starten. Delegation. Zack, öffnen. Ja, Iris, ne? Wie gesagt, einfach nur ein bisschen vorsichtig sein, weil es wirklich noch so eine Alpha-Version ist, ne? Aber natürlich kannst du das auch schon einsetzen. Ich habe das ja auch schon eingesetzt. So, Decision Poker, ja, da steht dann drin, welche, ja, wer trifft die Entscheidung? Ja, das ist unsere Session, ne? Noch 4,5 Minuten und eigentlich sind es nur noch... Wir wollten ja einmal Stein, Schere, Papier spielen, oder nicht? Ach so, ja, ich also dachte, ich habe die Echse gezeigt und habe ich da gewonnen. Ach so, das war's nicht. Schon. Aber wir müssen doch alle gleichzeitig zeigen, oder nicht? Ja, nehmen wir halt das Normale. Okay, dann nehmen wir das Normale. Dann nehmen wir das Normale, sonst müssen wir erst die Echse und den Spock erklären. Okay, gut, doof. Also auf drei, ja? Mhm. Ja. Aber wer spielt jetzt gegen wen? Na ja, gut, machen wir einfach mal. So, kann man uns jetzt spielen? Ja, ich gucke, ich bin Schiedsrichter. Ich nicht, okay. Ich bin Schiedsrichter. Obwohl, drei, ich kenne die Regeln gar nicht so richtig. Also. Eins, zwei, drei. Ah, guck mal, da habe ich doch auf die letzten Meter noch gewonnen. Mensch, das ist also ein perfekter Abend sozusagen für mich. Ja, ne? Das kann nicht besser laufen. Ja. Und ich gehe jetzt nach Hause. Ja, schön, Heiko, was hattest du genommen? Auch Stein wahrscheinlich. Ja, genau. Der Heiko dachte jetzt nur heute. Sehr gerne, schreibe ich einfach mal. Und Sascha, ja, dein sehr gerne, so auf den Abend. Ja, und soll dir auch Spaß machen, darf es natürlich auch noch unterhaltsam sein. Und ja, denkt einfach so drüber nach, welche, und wir gehen sogar so weit, dass man sagt, ach cool, vielleicht habe ich einen Workshop moderiert und arbeite dann nochmal mit der Gruppe oder vielleicht sogar am nächsten Tag, ne, und baue mir dann abends ein eigenes Kartenset und kann damit morgens gleich schon, ne, was tun. Ne? Also allein durch diese kurze Zeit, durch diese extrem schnelle Verteilung, egal wo auf dem Planeten deine Teilnehmenden sitzen, da gehen vielleicht auch andere Dinge. Und vor allen Dingen auch bist du eingeladen noch häufiger, und es ist ja eine Art, die Teilnehmenden zur Partizipation einzuladen, ne? Häufiger solche kleinen Fragen, kleine Abstimmungen, ne? auch mal zu nutzen. Ja. Ja, und im Chat trudeln ja noch lauter Feature-Wünsche Ideen und sowas ein. Wie erreicht man euch? Echt, ne? Müssen die sich alle bei signal.cards eintragen oder gibt es noch andere? Also gibt es eigentlich einen, haben wir eigentlich eine E-Mail-Adresse schon dafür? Ich weiß es gar nicht. Also das kann ich euch nicht sagen. Bestimmt info at also, signal.cards, oder? Ist das so? Gottes Willen, ich weiß nicht. Ich kann jetzt einfach mal hier meine E-Mail-Adresse eintragen. Das geht immer. Genau. Und vielleicht gibt es ja noch Leute, die im Nachgang da irgendwie Resonanz haben und gerne mit euch drüber reden wollen. Das wäre doch schön. Ja, super. Das ist das Thema unterstützte Kommunikation. Ja, cool. Ich habe, also ich werde es gleich noch sichern. Ja, wir haben natürlich so einen Backlog mit den Ideen, Heiko, nur dass du es weißt, also quasi Schüttelmodus und andere Kartensets werden hier vorgeschlagen. Cool. Kriegen wir hin, ihr Lieben. Ja, cool. Die Zeit ist bald vorbei. Wir übergeben wieder, verabschieden uns aus Berlin und freuen uns, wenn ihr uns connected, weitere Ideen schreibt und wenn wir uns an der einen oder anderen Stelle wiedersehen. Ja, sehr, sehr schön. Vielen Dank für die kurzweilige Session und ich finde euer Tool auch cool und ich bin sehr gespannt, was damit noch alles passiert. Cool. Wir auch. Dankeschön. Wir auch. Also, danke. Ich danke euch, dass ihr das vorgestellt habt. Sehr gerne. Danke euch. Ja, Grüße damit, aus Berlin. Danke, bis dann. Damit ist der Abend dann auch schon vorbei. War schon viel Schönes dabei. Morgen geht es nochmal einen ganzen Tag über Agile Teamwork und ich muss mich nochmal kurz ein bisschen regenerieren, glaube ich. Sonst stehe ich den Tag morgen nicht durch. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Guckt mal, was auf der Hauptbühne vielleicht noch los ist, was auf der Hop-In-Plattform geht. Wenn ihr dann noch Energie habt, ich glaube, es gibt auch irgendwie noch Networking-Sessions. Schaut einfach mal rein. Ansonsten sehen wir uns morgen früh in aller Frische. Schönen Abend.